Hallo ihr Lieben, ich freue mich riesig, dass ich heute ein kleines Video für euch drehen kann. Denn wie ihr wisst, hatte ich ja eine OP und liege doch tatsächlich ganz schön flach und habe aber jetzt gesagt, hier, jetzt ist Freitagsrelease und ich habe ja auch echt ein paar schöne Sachen vorbereitet. Die möchte ich euch wenigstens zeigen, also habe ich mich ein bisschen jetzt gedopt und werde ein kleines Freitag-Video für euch drehen. Es gibt ein paar wunderschöne Sachen, natürlich wieder zum Thema Einschulung heute. Und obwohl das noch gar nicht so mein Thema ist, denn der Kleine ist noch nicht so weit, dass er in die Schule kommt, hatte ich ein paar Ideen und hatte die ja schon vorgewerkelt, damit ich euch die zumindest am Release-Tag zeigen kann. Ich habe auch Watch Me Graphs Video vorbereitet, zwei Stück, und zeige ich euch aber gleich. Ich freue mich erstmal wahnsinnig, dass ich was anderes mal machen kann als liegen, denn ja, tatsächlich das muss ich ehrlicherweise zugeben, habe ich das Ganze ein bisschen unterschätzt. Und man könnte jetzt sagen, ja, du hättest ja kein Video drehen müssen und so. Ja, das stimmt, das muss ich auch nicht. Aber wenn man die ganze Zeit wirklich nur liegt und nichts machen kann und das Leben irgendwie so gefühlt an einem vorbeigeht und alle anderen ja ihr Leben weiterleben, dann sind so kleine Momente, wo man dann doch mal wieder so ein Stück weit in den Alltag zurück darf, ganz, ganz viel wert. Und deswegen mache ich das nicht nur für euch, sondern ich mache es auch für mich selber, damit ich einfach auch so ein bisschen wieder das Gefühl habe, am Leben teilzunehmen und nicht nur auf der Couch oder sonst wo zu liegen. Und ja, genau. Also, ich würde sagen, wir legen los. Und wir legen los diesmal mit dem Scrapbook-Kit von dieser Woche. Da gab es nämlich ein neues, und zwar einmal das Baby-Rosa-Set. Und da habe ich schon die Sachen hier liegen. Ich habe auch schon was angefangen. Und zwar habe ich hier ein Album angefangen. Ja, angefangen, weil, wie ihr sehen könnt, es ist nicht fertig. Da fehlt hier noch der Innenteil. Was ich aber sehr cool finde, ist so dieser Rücken. Ich hatte euch ja schon öfters jetzt gesagt, dass ich mir bei Mel von Kreativ Süchtig, die ist ja auch im Designteam von Kreativdepot, dieses Abo gegönnt habe für Mini-Alben. Und das war das Mini-Album für März. Da ist eigentlich auch noch ein Verschluss außenrum, aber bei mir sieht es halt ein bisschen anders da aus. Aber es ist ein wunderschönes Album und ich hoffe, ich kann das zeitnah noch fertig machen. Bei mir soll das nämlich ein Hochzeitsalbum werden. Und ihr seht das schon, zum Thema Baby Rosa gibt es auch wunderschönes Designpapier. Das habe ich hier für den Einband verwendet. Einmal für die Vorder- und einmal für die Rückseite. Was ein bisschen passiert ist bei mir, weil ich hier habe ich ja schon was aufgeklebt und hier nicht, hat sich das hier so minimal gebogen. Aber ich denke, wenn ich hier auch noch mal was gegenklebe, dann zieht sich das vielleicht auch noch mal glatt, hoffe ich zumindest. Weil hier vorne ist es perfekt gerade, aber hier hat sich es dann doch leider ein bisschen gewellt. Nichtsdestotrotz ein wunderschönes Album mit hier einem Buchleinenrücken, der rund ist. Fand ich auch sehr, sehr cool. Mel hat das Album so gestaltet, dass man da ein flexibles Innenalbum dann nochmal hat mit so Ringen. Muss mal schauen, ob ich die gerade hier irgendwo habe. Nee, habe ich nicht, weil ich habe alles so ein bisschen jetzt umsortiert bei mir am Tisch. Durch die neue Buchbindeliebe habe ich da ordentlich ja, nochmal umstrukturiert, damit auch alles so ein bisschen beisammen ist. Und deswegen kann ich euch die Ringe gerade gar nicht zeigen. Was ich euch aber zeigen kann, ist das, was es gibt. Wobei das ja die meisten wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Aber es gibt wieder wunderschöne Die-Cuts. Beziehungsweise das sind ja hier Tags und Labels. Und ich liebe die einfach, weil man damit so, so tolle Sachen gestalten kann. Und gerade auch Albumcover oder auch die Innenseiten vom Album damit zum Beispiel ganz einfach gestalten kann. Das hatte ich euch auch bei dem Mini-Album gezeigt, wo die Buchbindeliebe in den Shop eingezogen war. Da hatte ich ja die Mint-Version, Baby-Mint-Version verwendet. Und ja, das ist einfach perfekt dafür, weil ihr ganz schnell dekorieren könnt und euch eigentlich gar nicht so viel Gedanken machen müsst. Dazu gibt es dann einmal noch auch diese hier. Das Thema von diesem Set hier ist so ein bisschen blumig. Also viele Rosen, viele Kränze, viele Blätter. Das sind dann hier nur die Die-Cuts. Und ich finde,
Wenn man mit dem Set arbeiten will, dann ist so dieses Must-Have diese beiden Sets, finde ich, weil damit kann man unfassbar viel Schönes dekorieren. Ich zeige euch auch gleich noch eine Idee, wie man das außerhalb von Mini-Alben und Layouts auch verwenden kann, weil ich habe es tatsächlich für eine Babykarte verwendet. Da habe ich nämlich eine gebraucht gehabt und die habe ich auch schon vorher gewerkelt gehabt und deswegen kann ich die euch auch zeigen. Dann gibt es hier wieder diese wunderschönen Metallanhänger und ihr seht es, da sind auch eben diese tollen Rosen oder hier Love und Thank You in verschiedenen Größen drin und das sind doch auch tolle Möglichkeiten für Hochzeitsgeschenke oder auch für, wenn jemand seine Hochzeit plant, die Deko für den Tisch zu gestalten oder Goodies zu machen, Tischgoodies, whatever. Also ich finde, das Set ist wirklich ganz, ganz toll für Hochzeit geeignet. Dann habt ihr hier wieder einmal die Buchstaben mit weiß und rosanen Pünktchen und hier einmal rosa, also ganz durchgefärbt. Ihr habt hier die Cardboards in zwei Varianten, einmal so und einmal so. Das heißt hier Cardboard-Sticker, Herzen und hier Sterne-Cardboard-Sticker. Genau. Ich finde halt hier auch die Sterne wirklich mega, mega schön und auch die Größen sind ganz, ganz toll. Und dann gibt es hier nochmal Animal Dots. Das, ja, genau, Babyrosa. Und da habt ihr, also die gibt es ja auch immer wieder zu jedem Kit dazu, in den verschiedensten Farben eben. Und da habt ihr eben auch hier Motive mit drin. Ne? Also auch sehr, sehr schön. Und selbst bei den ganz kleinen hier, seht ihr das, da sind sogar auch kleine Motive drin. Also sehr, sehr süß. Und dann gibt es einmal hier noch die Puffy-Sticker. Da habe ich auch ein paar verwendet. Weil da mag ich zum Beispiel auch super gerne diese Sterne hier. Die haben so richtig schöne spitze Enden. Selbst diese Dots hier kann man gut verwenden. Und ich mag auch diese Pfeile immer super, super gerne. Auch die Wimpel gefallen mir richtig gut. Schleifchen, also sagen wir es mal so, das Set gefällt mir allgemein sehr gut. Das Einzige, was ich jetzt nicht so vielleicht mag, sind diese Sternchen hier. Aber ansonsten kann man da schon ordentlich mit dem Set was anfangen. Und es sind hier die Puffy-Sticker. Und ich werde auch mit diesem Kit dann mein Album dekorieren, weil soll ja wie gesagt ein Hochzeitsalbum werden. Es gibt noch zu dieser Serie ein bisschen Papier. Ich habe es halt schon ein bisschen verbastelt, deswegen kann ich euch gar nicht mehr so viel davon zeigen, zumindest von dem einen. Ne, aber da war die eine Seite war eben diese Rosen. Das ist bei diesem hier. Blütenkranz, also da seht ihr, da ist diese eine Rückseite, ist diese Rosenseite und auf der anderen Seite war halt hier so ein Kranz. Genau. Ne? Kann man sehr, sehr schön, finde ich, für ein Albumcover einsetzen. Ich habe das dann auch so gemacht, von der Gestaltung her, wenn ihr das Album jetzt aufmacht, dass eben diese Rosen einmal so zusammenlaufen, wie sie das jetzt tun. Ne? Ich hätte es auch hier oben in die Ecke machen können, indem ich das Papier gedreht habe, aber ich fand das schöner, dass das quasi, wenn das aufgeklappt ist, auch wenn man das so gar nie sehen wird, aber ich fand das einfach harmonischer, das so zu machen. Und deswegen, ja, dann einmal das Papier. Oh, gut, dass ich alles am Kopf habe. Ich bin heute auch etwas langsamer mit den Armen, da habe ich noch ein bisschen Schwierigkeiten. Also wenn es ein bisschen verzögert ist, seid mir da bitte nicht böse. Rosa Blütenraute ist einmal dieses Papier. Finde ich auch wunderschön. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, Hochzeitsfoto und dann ein Layout daraus, dann ist das so ein Papier, was perfekt funktioniert. Auf der Rückseite ist es eher so ein bisschen Uni, ein bisschen Kleckse, ein bisschen aquarellig vielleicht, würde ich sagen. Aber mir würde jetzt zum Beispiel diese Seite da wunderbar gefallen und ich hoffe, vielleicht kann ich da auch noch mal was draus machen. Ja, wisst ihr, ich habe vor 2 Jahren war das, weil wir sind das bald 2 Jahre verheiratet, habe ich gesagt, ja, ich muss auch unbedingt ein eigenes Hochzeitsalbum machen. Wie ist der Stand bei dem Album? Bei null. Es ist so traurig, weil es ist ja unsere eigene Hochzeit gewesen und das möchte ich eigentlich auch super gerne festhalten, aber es ist immer so viel anderes, leider wichtiger, also eigentlich nicht. Aber man kommt einfach nicht dazu. Und ich hoffe, die Materialien liegen auch schon seit 2 Jahren hier, dass ich es irgendwann mal schaffe, dieses Album zu basteln. So, dann gibt es hier einmal babyrosa breite Linien. Zickzack. Das ist dieses hier. Da kommen heute auch noch ganz viele andere Farben in den Shop.
Dann gibt es einmal dieses hier nochmal. Ja, ich habe das immer zweimal hingelegt, weil ich habe das einfach nur sortiert. Dann gibt es einmal den Blütentraum. Da habt ihr hier solche tollen Blätter auf der Rückseite. Da finde ich auch die Seite. Gefällt mir ein bisschen besser, weil halt diese filigranen Blätter da dabei sind. Und ich das einfach super gerne mag. Das ist für mich so ein schönes Basic-Papier für Verpackungen tatsächlich. Gefällt mir richtig gut. Für eine Hochzeitsverpackung ideal. Genau, das waren einmal das. Und dann zeige ich euch mal, was ich draus gemacht habe. Und zwar hatte ich ja das Pferdchen hier schon eine Weile koloriert von dem Workshop. Und das war mir aber schon klar, als ich es koloriert habe, dass ich das für eine Babykarte verwenden möchte, weil von dem besten Freund von meinem Mann, da sind die beiden Eltern geworden und die kleine Mia ist zur Welt gekommen und da habe ich gedacht, das passt doch perfekt. Und hier habe ich eben dann aus diesem Die-Cut-Set diese Blüten hier noch verwendet, weil ich das eigentlich ganz schön fand, dass es nochmal so, ja, nochmal so ein bisschen, wie soll ich sagen, dass es nicht nur so rund ist, sondern dass es hier auch nochmal so ein bisschen Spiel bekommt durch diese Blüten und durch dieses, ja, diese Blätter und diese Die-Cuts, die dann so ein bisschen ausladender sind. Ich habe hier auch ein bisschen wieder gesprenkelt. Und ein bisschen mit 3D-Pads gearbeitet. Das ist ja sowieso etwas, was ich super gerne mache. Einfach um der Karte immer so eine kleine Dimension zu geben. Ja, und da habe ich mir im Prinzip einfach mal hier so eine Basic-Stanze mit so einem schönen Wellenrand ausgestanzt. Dann einmal einen runden mit so einem gestitchten Rand. Und dann hatte ich hier ein Stempelset von Kreativdepot. Oh, ich habe es jetzt aber leider nicht rausgelegt. Das ist auch noch gar nicht so alt. Das ist so ein halbrunder Kreis und ich fand das einfach so schön. Ich schaue, dass ich es euch unten in der Infobox verlinke, wenn es noch da ist. Wenn es nicht verlinkt ist, dann ist es auch nicht mehr im Shop. Ansonsten kann ich euch dann nur den Namen reinschreiben, dass es vielleicht im Flohmarkt oder so sucht, wenn es das nicht mehr geben sollte. Weil das hier ist halt so, da kannst du schnell eine Karte mitmachen. Wenn du so einen Halbkreis hast, dann hast du ein Motiv, dekorierst es ein bisschen außenrum und fertig. Und der Spruch hier, willkommen kleiner Wonneproppen, was kann es Schöneres geben als kleines neues Leben? Schön, dass du da bist, kleiner Schatz, Babyglück und Familie. Das beinhaltet halt schon alles, was man so auch wünschen kann oder auch was mit dem Thema Geburt zu tun hat. Deswegen mag ich diesen Stempel auch so furchtbar gerne. Und ich hatte ihn noch nicht benutzt und jetzt durfte ich ihn endlich einsetzen. Genau, deswegen ist das so ein bisschen meine Inspiration, auch so zu dem Thema, ja, was kann man aus den Scrapbook-Kits noch anderes machen, außer Layouts und Alben? Und man kann es perfekt für Boxen, man kann es perfekt für Karten, man kann es für alles verwenden. Und es kommt halt immer nur auf euren Geschmack an. Mögt es halt rosa und blumig oder mögt es vielleicht lieber ein bisschen maritim oder wie auch immer. Die Kits haben ja immer so ein bisschen bei den Die-Cuts andere Themen. Und egal welches Set, muss ich sagen, die haben mir bisher alle gefallen. Das ist halt das Schlimme, dass einem das alles immer so gut gefällt, aber die liebe Zeit ist immer so, so knapp und man kann nicht alles immer so verbasteln, wie man das gerne möchte. Ja, so ist es. Egal. Ich mache weiter mit dem Mittwoch-Spezial von dieser Woche. Das war nämlich auch ein ganz witziges. Und zwar gab es dieses Bundle hier. Es gab einen Dackel. Und zwar nennt sich der Langer Hund. Es ist aber, glaube ich, ein Dackel, oder? Ja, es ist ein Dackel. Und dieser Dackel hat eine Sprechblase mit dabei. Und dann gibt es noch dieses Stempelset. Das ist nämlich, was lange währt, wird endlich gut. Da könnt ihr zum Beispiel dem Dackel nämlich hier auch noch ein paar Sachen reinstempeln. Zum Beispiel, du bist so toll oder ich hab dich so lieb. Was lange währt, wird endlich gut. Ne? Also das könntet ihr zum Beispiel hier drauf stempeln. Oder es gibt dann hier auch noch ein paar Kerzen. Die könntet ihr dem Dackel zum Beispiel auf den Rücken hier stempeln. So als witzige Karte. Und dann habt ihr hier zum Beispiel die Möglichkeit, auch noch ein paar runde Geburtstage oder so Zwischengeburtstage auch nochmal als Zahl mit dazu zu stempeln. Und dann habt ihr hier noch das Wort Jahre und hier noch eine einzelne Kerze, falls ihr die vielleicht zum Beispiel irgendwie noch ergänzen wollt. Ich finde das Set sehr, sehr witzig. Und ich muss auch sagen, ich finde diesen Dackel einfach so witzig. Ja. Und ich weiß auch, dass die Mädels aus dem Designteam ein paar richtig coole Inspirationen vorbereitet haben. Also schaut da unbedingt bei den Mädels vorbei. Ich hatte da leider keine Möglichkeit mehr, weil das ja alles kurz vor der OP war. Und ja,
Es gibt zum Beispiel heute auch ein neues Projekt, liebe Projekt von der lieben Jess von Storchenbiss. Und auch das habe ich leider nicht geschafft mehr vor der OP, weil es ein großes, aufwendiges Graupappe-Projekt ist, wie eigentlich immer bisher. Ja, aber ich weiß, Jenny hat euch ein Video dazu gemacht und die Mädels zeigen euch auch wieder bei Instagram, was sie Tolles daraus gemacht haben. Jeder macht ja immer so seine eigene Variante daraus. Das finde ich immer ganz, ganz toll bei der Projektliebe. Und ich schaue, dass ich bei der nächsten Runde wieder dabei bin. Das wird tatsächlich auch mal kein Graupappe-Projekt, also so als Sneak Peek für euch. Und genau. Wir wollten das ja auch eigentlich gar nicht immer als Graupappe-Gruppe so haben, aber alle, die dieser Gruppe beiwohnen, sind halt totale Graupappe-Fans und irgendwie kommt immer was mit Graupappe bei rum. Egal, aber jetzt als nächstes weiß ich, da kommt mal was aus Papier und da dürft ihr euch schon ganz dolle drauf freuen, weil es ist wieder was ganz Tolles geworden und ich hoffe, dass ich bald so fit bin, dass ich da auch wieder Gas geben kann. Weil für mich ist es auch ein bisschen. Ich tue mich da immer sehr schwer, wenn ich dann auch bei Instagram so durchscrolle und sehe, was die anderen alles so Tolles machen. Und man selber ist leider nicht in der Lage, da gerade mitzumachen. Das ist auch ein bisschen schwer manchmal. Aber egal. Ich habe. Was habe ich denn noch für euch? Ich habe noch ganz viel für euch. Also. Aber ihr seht schon, mein Redebedarf ist heute sehr groß. Also ich entschuldige mich schon mal dafür, aber das ist einfach diesem Dahinsiechen geschuldet und dass man einfach so, ja, man fühlt sich so ein bisschen abgeschnitten. Es gibt heute auf jeden Fall noch drei tolle Siegel. Und zwar einmal das Bärchen. Das ist auch ein relativ großer Siegel. Es gibt einmal ein Mini-Herz. Und ich bin ja so ein großer Fan von diesen Mini-Teilen. Und das ist auch noch eins, was dann diese Form auch hat von dem Herz, also nicht rund. Also finde ich wieder mega, sehr, sehr süß. Und dann gibt es für alle Tierliebhaber, da werden sich bestimmt einige freuen, gibt es einmal die Pfötchenliebe. Und ich würde jetzt aber mal behaupten, das ist eine Hundepfote. Also weiß ich jetzt nicht, ob das auch für eine Katze gehen würde. Also ich hätte es jetzt eher als Hundepfote interpretiert, aber schaut mal, die Größe ist auch so süß und es ist auch wieder ein Siegel, der eben die Form annimmt und deswegen sehr, sehr, sehr schön. Also als ehemalige Hundebesitzerin und Hundeliebhaberin sowieso ist das natürlich ein Siegel, den man sehr, sehr gerne hat. Also ich zumindest freue mich, auch wenn ich jetzt keinen Hund mehr habe, freue ich mich trotzdem damit was zu werkeln, weil ich habe ganz, ganz viele liebe Freundinnen, die einfach Hunde haben und da kann man auch immer mal sowas gebrauchen. Genau. So, das waren einmal die Siegel von dieser Woche. Und dann, wo mache ich weiter? Ich switch mal ein bisschen, oder? Nee. Ich bleibe mal bei dem hauptsächlichen Thema Einschulung, denn ich habe im Vorfeld zu dem Thema sind mir irgendwie ein paar ja, Ideen gekommen gewesen und ich wollte sie aber mal anders da umsetzen. Denn man kennt das ja so zum Thema Schule, gibt es oft so diese Bleistifte, es gibt Schulranzen aus Papier, so als kleine Süßigkeiten, Geschenk oder wie auch immer. Und das Thema Schulranzen und Rucksack hatte mich aber auch inspiriert. Aber ich wollte es nicht aus Papier machen, sondern, ja, wie kann es anders sein? Ich wollte es aus Graupappe machen. Also habe ich ordentlich getüftelt und dabei ist meiner Meinung nach was richtig Cooles rausgekommen. Und zwar habe ich tatsächlich aus Graupappe einen Rucksack gewerkelt, der sogar hier hinten richtige Laschen hat. Also anziehen wird man ihn nicht können, aber es ist so, dass man ihn auf jeden Fall sehr, sehr gut als Dekoobjekt, finde ich, auch verwenden kann, weil, also er ist, das ist, war jetzt hier mein Prototyp, den muss ich noch innen verkleiden, aber die Idee von diesem Ganzen hier ist auch, dass man da zum Beispiel vom ersten Schultag, also entweder packt man da Süßigkeiten, Kleinigkeiten oder Geschenke rein. Und kann dann im Nachgang diese Box hier auch verwenden, um ein Erinnerungsalbum da drin zu verstauen. Also auch hier könnte man zum Beispiel, also es passt jetzt hier nicht ganz rein, ne, ist klar, aber man könnte hier ein Mini-Album basteln, was dann eben genau in diese Box hier reinpasst. Zum Thema erster Schultag. Das war so mein Gedanke.
dass man im ersten Step eben eine Verpackung hat, wo man die Kleinigkeiten reinpackt. Und dann, wenn quasi alles leer gehamstert ist und man keine Verwendung mehr dafür hat, dass man dann das eben nutzen kann, um da ein Mini-Album rein zu platzieren. Und die Bemessung von dieser Box ist so, dass da ein 15x15 Album reinpassen sollte und müsste. Ich habe es dann so gestaltet, dass man hier vorne solche Schlaufen hat. Und hier war das jetzt bei dieser Variante so, dass man hier auch noch einen Gutschein unterbringen kann. Das ist nämlich hier diese kleine Umschlagstanze von Kreativdepot. Und dekoriert habe ich es dann mit einem neuen Set, was es eben heute gibt. Und zwar mit diesem tollen Bundle von Carolas Bastelstübchen. Da sind nämlich so wunderschöne Schultüten drin oder hier diese Girlande Schulkind, Luftballons mit Zahlen, diverse kleinere Stempel, dann Texte zur Einschulung, Yippie, endlich Schulkind, du bist erste Klasse, erster Schultag. Dann hier das Alphabet und hier nochmal die Buchstaben 1 bis 10 und ganz viele verschiedene Schultüten. Und ich finde das Set wirklich ganz, ganz toll, weil auch hier gibt es die Outline-Stanzen dazu und das ist einfach so, so toll. Und zum Beispiel bei diesem Schriftzug ist es auch so, dass ich hier wirklich einen ganz filigranen Schriftzug bekomme. Zeige ich euch auch gleich, weil ich habe aus dem Set hier auch noch eine Karte gewerkelt. Ich hatte euch ja auch versprochen, dass ich euch ein bisschen mal zeige, wie man mit Distress Oxides arbeiten kann. Und deswegen habe ich mir dann halt diese Karte hier überlegt gehabt. Da habe ich ein bisschen koloriert. Das ist ein älteres Set von Treebird. Das sind die Schulfreunde Dinos oder so. Auf jeden Fall, ich habe das Set auch noch nicht so lange. Ich hatte mir das vielleicht vor 1 oder 2 Monaten bestellt, weil ich wusste, dass es das gibt und weil ich das auch einfach so süß finde. Wobei dieser Dino, der hat mich ein bisschen an den Rand des Wahnsinns gebracht. Ich weiß nicht warum, weil irgendwie fand ich den schwieriger zu kolorieren. Ich kann es euch gar nicht sagen, warum. Am Ende hat es ein paar Stunden auf jeden Fall gedauert. Aber der Trick bei dieser Karte hier ist, man kann die hier so rausziehen. Also es ist so eine Ziehkarte. Und dann könnte man das zum Beispiel bis hierhin ziehen und dann hat man hier diesen Schriftzug Endlich Schulkind und dann hatte ich hier noch diese Zahlen verwendet. Und ich finde, wenn man das jetzt so zusammen sieht, du bist erste Klasse, endlich Schulkind und diese Zahlen mit diesem Dino einfach eine sehr, sehr süße Karte zur Einschulung. Und Kinder mögen es ja immer, wenn es so ein bisschen sich bewegt und wackelt und macht und tut. Und deswegen ist das so eine interaktive Ziehkarte geworden. Dafür habe ich eine Stanze verwendet im Watch Me Craft vom Sonntag. Das wird unser Sonntagsvideo. Zeige ich euch die Stanze. Man kann das mit Sicherheit auch in irgendeiner Art und Weise nachmodellieren, was ich jetzt als Stanze hatte. Da schaut einfach mal. Ansonsten die Stanze gibt es mit Sicherheit auch noch zu kaufen. Die war nämlich von Heavy Doodle. Ja, und ansonsten zeige ich euch halt eben auch in diesem Video, wie man mit den Distress Oxides hier so ein bisschen dieses Dschungelthema gestalten kann. Und das war so die erste Idee mit den Oxides. Ich habe ja noch mehr Ideen und im Laufe der Zeit werde ich euch bestimmt das ein oder andere Video mit den Distress Oxides noch zeigen. Ist jetzt kein Set geworden, weil die Karte hatte ich tatsächlich schon als erstes gewerkelt, bevor ich das hier hatte. Und da war eben dann diese Kombi zwischen diesem tollen marineblauen Papier aus dem Shop und diesem Zitronengelb hatte mir so gut gefallen. Ich mag dieses Zitronengelb an Buchleinen sowieso super gerne. Das ist auch so ein changierendes. Ja, und das ist nicht das einzige Set, was es heute gibt. Ich muss hier mal kurz ein bisschen aufräumen. Ich zeige euch auch gleich noch eine Variante von diesem Rucksack. Ich habe nämlich noch eine zweite Variante. Und zwar gibt es noch dieses Set hier, auch ein Bundle. Ich räume das mal hier ein bisschen zur Seite. Ich blende euch auch mal ein Bild ein von diesem ersten Schultag-Ensemble, weil ich hatte das nämlich auf so einer Klötzchenplatte. Und dann habe ich nämlich hier noch solche Buchstaben gegossen gehabt, mit Pigmenten versehen, auch farblich dann quasi passend. Und ich hatte auch so einen Stift aus Papier noch gebastelt. Deswegen blende ich euch da mal das Bild ein.
Und dann könnt ihr mal sehen, wie das im Ganzen ausgesehen hat. Weil ich konnte das jetzt einfach nicht im Ganzen hier zeigen, weil ich hatte das jetzt auch nicht festgeklebt und es ist für die Kamera auch ein bisschen zu groß, muss ich ehrlicherweise sagen. Deswegen, da seht ihr das einfach besser, wenn ihr das auf dem Bild seht. Genau, also es gibt noch dieses tolle Set. Das sind dann nochmal Schultüten. Das hier nennt sich Du bist erste Klasse. Habe ich euch eigentlich gesagt, wie sich das nennt? Seht ihr mal, ich bin heute irgendwie ein bisschen verpeilt. Das hier ist endlich Schulkind und das ist dann endlich Schulkind Outline. Genau. Und hier habt ihr eben ganz süße Schultüten und auch nochmal mega schöne Sprüche. Alles Gute zum Schulstart, alles Liebe zum ersten Schultag. Jetzt geht's los. Einladung zu meiner Einschulung, Einladung zu meiner Einschulung. Ah, da sind Linien und hier nicht. Du bist erste Klasse. Ich bin jetzt ein Schulkind. Hurra, endlich ein Schulkind. Und hier die Schultüten sind halt auch einfach mega, mega süß. Und für die Schultüten gibt es dann hier noch die passenden Outline-Stanzen. Du bist erste Klasse Outline. Leider nur für die Schultüten, nicht für die Texte. Aber ja, das könnte man ja so ein bisschen als Schultafel gestalten. Also auf einem schwarzen Cardstock mit weiß embossen zum Beispiel. Dann hat das eben so einen Tafelcharakter und das finde ich auch sehr, sehr cool. Genau, das waren so die beiden Sets zum Thema Schule. Und ich habe dann, weil das Gelbe war ja mein Prototyp, ich habe dann für unser Watch Me Craft heute nochmal diesen Rucksack hier gebastelt. Ne? Das ist analog, aber diesmal nicht unbedingt als Schulranzen oder Schulrucksack, sondern einfach allgemein als Rucksack. Da habe ich dann auch hier mal die Schildchen, die es jetzt neu bei der Buchbindeliebe gibt, verwendet. Und ja, ich finde, es ist ein super schönes Projekt. Hier habe ich dann auch es innen schon bezogen. Also auch hier könnte man jetzt dann zum Beispiel für jemanden, der gerne wandert oder der gerne maritim unterwegs ist, auch irgendwelche Kleinigkeiten reinpacken oder vielleicht auch eben ein Erinnerungsalbum. Das geht ja hier genauso, nur ist hier so ein bisschen. Ja, da habe ich dann einfach nicht mehr das Thema Schule aufgegriffen, sondern einfach so allgemein. Doch hier ist das Papier, dieses Basic Marinepapier. Und hier hatte ich rotes Buchlein. Das gab es mal im Shop von Kreativtypo. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber das rote war tatsächlich mal aus dem Shop. Das habe ich schon ewig hier liegen. Und für das Projekt, was ich damals haben wollte, hat es mir dann irgendwie nicht so gut gefallen, weil es doch schon ein sehr knalliges Rot ist. Aber so als maritime Variante finde ich das sehr, sehr cool. Was ich allerdings auch geschafft habe, ist in dem Watch Me Craft nur so als kleine Vorwarnung, mich selbst zu verletzen. Ja, weil ich bin hier beim Festschrauben abgerutscht und habe mir dann schön hier ein Loch durchgesemmelt, was dann auch natürlich hier schön nochmal rauskam. Ja, aber am Ende kann ich es dann leider nicht ändern. Also man kann dann vielleicht hier, wenn man weiß, für wen das ist, es nochmal ein bisschen dekorieren, vielleicht hier nochmal so ein Schildchen dran machen, dass man das nicht so wahrnimmt. Also im Endeffekt, ja, blöd gelaufen, würde ich sagen. Aber so ist es halt. Aber trotzdem finde ich die Variante und wie es dann am Ende auch geworden ist, schon sehr, sehr cool. Ja, und das hier übrigens ist ein ganz normaler Griff aus dem Baumarkt. Also das hat echt perfekt gepasst und theoretisch könnte man das jetzt auch hier oben anfassen, wenn das jetzt hier nicht solche flexiblen Schlaufen wären. Genau. Also das ist auf jeden Fall heute unser Watch Me Craft, was ich euch mit anhänge. Ich hatte es erst auf den Samstag gelegt, aber ja, dann hätte ich heute kein Watch Me Craft. Und ihr wisst, also das Video ist dann sehr, sehr lange mit dem Freitag vorne dran. Aber ihr könnt das ja immer in Etappen schauen und ihr könnt euch das Watch Me Craft auch dann anschauen, wenn es für euch passt. Genau. So, jetzt geht's weiter. Ich bin noch nicht fertig. Also heute ist wirklich, heute ist viel. Und zwar gibt es noch ein bisschen was zum Thema. Also für mich würde das auch zum Thema Einschulung passen. Und zwar gibt es einmal dieses Set hier. Ich hatte auch am Anfang überlegt, ob ich den Schulrucksack mit diesem Set hier gestalte, weil das hätte genauso gut gepasst, hier so ein bisschen das im Weltraum-Style zu machen, ne? Weil das Schöne an diesen Stanzen hier ist, dass die von der Größe her sehr, sehr gut zu diesem Rucksack passen würde. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Junge eingeschult würde, der
gerne so Weltallthema mag, dann finde ich, ist das das perfekte Set dafür. Auch in Kombination mit dieser Rucksackgeschichte hier. Denn ihr habt hier einmal so einen coolen Astronauten, ihr habt hier einmal einen Planeten. Saturn hat einen Ring, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ein Planet mit Ring. Ihr habt hier so ein bisschen so eine Mondlandschaft, würde ich es jetzt mal nennen. Und ihr habt hier auch noch mal die Erde, Planet, wie auch immer. Auf jeden Fall ein sehr cooles Set. Ich finde auch, wie gesagt, die Größe cool. Ist jetzt für mich jetzt nicht unbedingt für eine Karte, aber auch das ist Geschmackssache. Ich finde, Slimline-Karte kann auch so eine Größe nicht schlecht sein. Wenn ich die ganze Zeit hier von Größe rede, dann will ich es euch auch mal zeigen. Und zwar sind das hier gute 10 cm. Ne? Also das ist schon, wenn die Arme auch nochmal 9. Also es ist schon sehr großzügig, aber wenn man eine quadratische Karte wiederum nimmt und das wirklich nur als Fokus auf die Mitte, könnte es vielleicht doch ganz cool aussehen als Karte und dann die Planeten im Hintergrund. Oh ja. Und es gibt noch ein Stempelset dazu, was auch gut dazu passt. Und zwar nennt sich das Hey Überflieger. Da habt ihr hier solche Sprüche drin. Einmal Hey Überflieger, raus aus dem Alltag, rein ins Abenteuer, Glückwunsch Überflieger, Einladung, Einladung, Fly with me, Happy Birthday, ein paar Sternchen und Kleckschen. Und in Kombination ist das wirklich ein tolles Bundle, tolles Set. Kann man auch, fällt mir jetzt gerade mal so ein, mega schöne Einladungskarten, glaube ich, machen, so für Kindergeburtstag. Wenn da der Junge auf sowas steht, zum Beispiel bei uns gibt es ein Planetarium in der Nähe. Und da, wenn man da einen Kindergeburtstag zum Beispiel feiern würde, wäre das ja die perfekte Einladung dafür. So, ist mir gerade mal so in den Sinn gekommen. Genau. Dann gibt es noch ein bisschen was zum Thema Grillen. Und zwar gibt es von Carola nochmal ein wunderschönes Bundle. Und zwar dieses hier. Das ist Grillen und Chillen und Grillen und Chillen und Grillmeister. Ist das jetzt das? Doch, das ist aber, glaube ich. Doch, das ist aber die Outline. Genau, weil das hier ist das. Ich hoffe, ich erzähle euch. Ja, das ist aber das Set. Ich muss gerade überlegen, weil, hä, warum heißt es Grillmeister? Und das hier Grillen und Chillen. Aber gut, ist auf jeden Fall ein Bundle. Und ihr habt wirklich zu allem, was ihr hier findet, die Outline-Stanzen. Selbst zu den ganzen kleinen Schlagwörtern hier. Und ich habe auch schon eine Idee für dieses Set gehabt, aber leider auch nicht mehr umsetzen können. Hat mich auch ein bisschen geärgert, weil ich wollte für meinen Mann dann nochmal was zum Geburtstag draus machen, weil der hatte diese Woche Geburtstag und habe ich dann leider nicht mehr geschafft, weil der grillt doch so gerne. Und ja, das ist einfach so ein tolles Set dafür. Also auch hier, wir haben genau so einen Grill zu Hause und das hat einfach so schön gepasst. Aber gut, King of the Grill würde auch passen, weil wenn wir grillen, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber oh mein Gott, keiner darf diesen Grill bedienen, außer er. Aber gut, sei es drum, er darf das ja gerne, ich will das gar nicht machen. Aber es ist trotzdem so richtig, die Frau macht den Salat, der Mann grillt das Fleisch so, da kommt die Evolution wieder raus, ich weiß auch nicht. Manchmal denke ich mir auch so, ja, manche Dinge lassen sich echt nicht verstecken. Aber gut, ein sehr schönes Set. Und ich hoffe, ich kann es noch verwenden, weil ich habe auch noch ein paar Klötzchen-Ideen. Ich habe euch ja schon ja, gebeichtet, möchte ich es mal nennen, dass jetzt bei mir ja doch ein paar Klötzchen eingezogen sind. Und ich habe auch schon ein bisschen geklötzchen, geklötzt, klötzchen? Weiß ich nicht, wie nennt man das denn? Geklötzelt. Und ja, das wird aber dann eher nächste Woche Thema sein, weil da kommt auch ein wunderschönes Release-Thema. Und aber ich will euch nicht zu viel verraten. Ich will euch noch zeigen, was es noch gibt. Und zwar gibt es hier nämlich noch eine tolle Stanze zum Thema Grillen. Das ist hier die Burgerbox nämlich. Und da habt ihr hier zwei Teile, also Teil 1 und Teil 2. Und könnt euch hier so eine Hamburger-Box bauen und habt hier noch verschiedene Aufleger, womit ihr die auch noch mal irgendwie ganz cool dekorieren könnt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, man lädt zu einer Grillparty ein, kann man diese Burger-Box, finde ich, mega cool als Einladung gestalten, in Kombination mit dem Stempelset hier zum Beispiel. Weil hier ist ja zum Beispiel Einladung zur Grillparty mit dabei.
Und das ist einfach so eine coole Kombi. Also gerade dieses Set und diese Stanze finde ich mega. Also damit kann man richtig coole Sachen machen. Ja, deswegen, ich bin dann immer so traurig, wenn ich es nicht verwenden kann, weil ich jetzt hier die ganze Zeit nichts tun kann. Und dann gibt es noch was ganz Witziges dazu. Und zwar gibt es einmal hier dieses Boho-Glücksschweinchen. Also ich finde, das passt ja auch perfekt zum Thema. Jetzt hier vielleicht nicht für jedermann sein Geschmack, aber ich finde trotzdem, dass es sehr schön dazu passt. Und es ist ein süßes Schweinchen mit hier solchen Glückselementen wie Hufeisen, ein Herz, ganz viel Blümchen und ja, ist einfach sehr, sehr süß. Also ich finde, man kann diese Stanzen und dieses Stempelset wunderschön kombinieren zum Thema Grillen oder als Einladung eben. Und dann habe ich noch ein bisschen Papier. Nichts Weltbewegendes, aber es gibt heute, das hatte ich euch ja schon bei der rosa Variante gezeigt, gibt es zu allen Basic-Papieren heute dieses Papier. Ich habe es mal versucht, ein bisschen farblich zu sortieren. Das ist nämlich hier die Farbrange, die es geben wird. Und da habt ihr einmal zu den Basic-Papieren diese Streifen und die haben alle auf der Rückseite einmal hier dieses Zickzack-Muster. Und ihr kriegt auch noch einen kleinen Vorgeschmack von einem Papier, weil es kommt nächste, ich glaube, das war nächste Woche, oder ist es schon da? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall gibt es hier dieses wunderschöne Zitronenpapier. Und ich liebe ja Zitronen. Und dementsprechend liebe ich auch diese Farbe von diesem Papier. Ich glaub, es gibt es schon im Shop. Das war, glaube ich, dann, wo ich ausgefallen war. Seht ihr, ich vergesse es dann auch. Auf jeden Fall ist es hier Basic BB Gelb. Also für mich ist es eindeutig auch ein Zitronengelb, weil es 1:1 die Farbe ist, mit der ich Zitronen verknüpfe. Und da habe ich nächste Woche ein bisschen was mit vor. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich muss so ein bisschen schauen, wie ich das umsetze. Ich habe im Vorfeld schon ein bisschen Sachen vorbereitet, also nicht nur für dieses Release, sondern auch für das nächste Release. Aber ja, ich werde es in Etappen drehen müssen. Ich möchte euch auf jeden Fall eine schöne Sache zeigen mit Klötzchen, denn da habe ich was ganz Tolles gefunden und ich denke, dass das auch perfekt zum Thema von nächster Woche passt. Und ich denke auch, dass die Inspiration mit den Klötzchen dem einen oder anderen auch so gut gefallen wird wie mir, weil ich fand sie mega cool. Und man kann auch coole Sachen draus machen. Was ich auch noch einen Tag, bevor ich operiert worden bin, gemacht habe, war mich an Aquarell, also dem richtigen Aquarellmalen, zu versuchen. Das wollte ich euch auch mal noch zeigen. Da hatte ich das tolle Stempel oder die beiden tollen Stempelsets von Klitzekleine Kritzelei mal ein bisschen koloriert, denn auch da werden die Motive nächste Woche zum Einsatz kommen, zumindest ein paar davon. Und ja, das sind mal meine Ergebnisse. Ich hatte euch ja auch einen Short gezeigt, wie ich diese Gans, ich glaube, es ist eine Gans, ja, koloriert habe. Und ich finde, es ist eigentlich ganz gut geworden. Ne? Also, man muss auch sagen, Aquarell entfaltet seine Schönheit. Vor allem nach dem Trocknungsprozess. Und gerade solche Wasserverläufe entstehen halt wirklich, wenn man nach und nach die einzelnen Schichten auftrocknet. Das ist nichts für Ungeduldige, also eigentlich nichts für mich. Aber wenn man sich darauf einlässt und es wirklich mal genießt, dann kommen da wunderschöne Motive oder schöne Ergebnisse bei raus. Und ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Es ist noch nicht so 100% Liebe zwischen uns, weil ich bin einfach jemand, der, ne, zum Vergleich, total akkurat, detailliert, koloriert und alles kontrolliert bei der Koloration. Bei Aquarell ist es einfach viel mehr, wie fließt das Wasser, wie trocknet es auf und es ist weniger Kontrolle. Und das ist manchmal so ein bisschen ein Übungsprozess auch für mich tatsächlich, weil das hier ist absolut meine Komfortzone. Und ab und an habe ich aber auch mal den Anspruch an mich selber, Dinge auszuprobieren, die ich eigentlich total toll finde. Bei anderen finde ich Aquarell wunderschön, nur bei mir selber nicht. Und jetzt aber auch einfach mal zu sagen, doch, auch das ist wunderschön und das ist dir gut gelungen.
Und ich will da einfach ein bisschen dranbleiben. Ich werde euch bestimmt auch mal mitnehmen. Es gab auch schon die Frage nach einem Workshop, aber da bin ich einfach ehrlich. Ich gebe nur dann Workshops, wenn ich 100% weiß, was ich tue, wie ich es tue und wie ich es euch auch beibringen kann. Und bei der Aquarellmalerei, da bin ich selber noch so unsicher und noch so viel am Probieren und Austesten, dass ich euch gerne mitnehme. Also das heißt mal, bei der Koloration schmeiße ich vielleicht mal das Video an. Aber dass da mal ein Workshop draus wird, das dauert einfach noch seine Zeit, weil ich euch einfach die Qualität dann auch mit an die Hand geben möchte. Aber es gibt ja auch schon ganz viele andere Videos und es gibt auch die Videos mit Aquarellmarkern von Faber-Castell. Ich habe sie zwar nicht so genutzt, wie man sie nutzen kann, aber wer das gerne mag, mit Stiften zu arbeiten, der kann auf jeden Fall mal diese Aquarellmarker, das sind ja diese hier, ausprobieren. Ich bin großer Fan von diesen Stiften, aber ich habe sie nicht 100% so genutzt, wie man sie nutzen könnte, sollte. Da hatte ich nämlich hier auch mit Schminke, Aquarellfarbe im Napf koloriert und Pinsel, was auch für mich ja tatsächlich gar nicht so einfach ist, aber ich finde da ganz gut geworden. Und ich habe bei dem hier und bei dem hier habe ich, glaube ich, so gut wie gar nicht mit dem Polychromos nachgearbeitet und hier so ganz minimal nur hier diese Schatten hier unten drunter vertieft und ansonsten hier beim Igelchen auch nicht wirklich, weil ich der Meinung war, es hat es nicht unbedingt gebraucht. Aber es braucht auf jeden Fall dieses einzelne Trocknen der Schichten und dann wird das auch was. Ja, also es bleibt spannend bei dem Thema. Aber wie gesagt, ich nehme euch da gerne auch mal mit, wenn ihr Lust habt. Könnt ihr mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob euch das interessiert. Und ansonsten haben wir es auch jetzt tatsächlich geschafft. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Start ins Wochenende und sagt Tschüss und wünsche euch viel Spaß beim Watch Me Craft. Wir sehen uns. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Hallo, ihr Lieben. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich ein bisschen vorgearbeitet habe. Und deswegen gibt es auch heute ein Video, denn wir werden heute was richtig Cooles zusammen basteln. Ich habe ein kleines Großprojekt mir überlegt gehabt, denn wir haben ja das Thema Einschulung. Und auch wenn das noch nicht aktuell mein Thema ist oder unser Thema, denn der Sohnemann ist noch nicht in der Phase, wo er in die Schule kommt, aber auch nicht mehr weit weg, habe ich mir überlegt, dass wir heute ein richtig schönes Geschenk zur Einschulung basteln. Und zwar basteln wir heute, ihr seht, Graupappe, einen Rucksack aus Graupappe. Da habe ich ordentlich getüftelt, kann ich euch sagen. Und der hat auch echt eine gute Größe, denn in der Kamera lässt sich das immer super schwer einfangen. Er ist noch nicht ganz fertig, das ist ja mein Prototyp hier. Ich habe noch nicht innen verkleidet, aber das tut ja auch erstmal nichts zur Sache. Denn es ist so, ich hatte mir das so gedacht, dass diese Box eigentlich auch nur eine Ummantelung ist. Denn der Plan ist, dass man hier später ein Mini-Album reinpacken kann und man damit dann eine richtig tolle Erinnerung hat an den ersten Schultag. Also nicht nur das Album selber, wo man dann die Bilder vom ersten Schultag reinpacken kann, sondern auch so die Verpackung drumherum soll an dieses Event, was ja eigentlich, wenn ich so zurückdenke, mit eins der wichtigsten Events in meinem Leben war, ist so das Thema erster Schultag Einschulung. Hier vorne habe ich das dann so gestaltet, dass ich mit einer Umschlagstanze von Kreativdepot diese Pockettasche aufgesetzt habe. Und hier kann man dann später zum Beispiel Gutschein reinpacken, Geld reinpacken oder was auch immer. Und hat dann auch gleichzeitig schon ja, nochmal was als Verpackung geschaffen für eben solche Kleinigkeiten. Man könnte natürlich auch hier noch so Seitenpockets dazu packen, habe ich jetzt aber nicht gemacht, weil ja, weil ich es nicht gebraucht habe, weil im Endeffekt ist dieser Rucksack steht auf einem Klötzchentablett, was ich mir auch noch mal selber gemacht habe. Dann hatte ich noch so Buchstaben gegossen und noch so einen Stift gebastelt. Wenn ich es nicht vergesse, blende ich euch hier mal ein Bild ein, wie das ganze Ensemble ausgesehen hat oder aussieht, damit ihr ungefähr mal eine Vorstellung habt, wie dieses Geschenk ja gedacht war.
Ansonsten habe ich hier mich ein bisschen aus dem Baumarkt bedient, denn so einen Griff hier findet ihr mit sehr großer Wahrscheinlichkeit im Baumarkt in der Griffeabteilung. Vielleicht nicht genau der, der ist jetzt vom Obi tatsächlich, aber alle anderen Baumärkte haben mit Sicherheit auch Griffe, die ähnlich sind. Der hier hatte jetzt sehr gut einfach zu dem Thema gepasst, weil es einfach diesen Rucksackcharakter auch noch mal sehr unterstreicht. Hier hinten habe ich mich dann ein bisschen aus meiner Nähabteilung bedient, denn zusätzlich zum Papier und Pappe basteln nähe ich auch ab und an mal gerne. Und da habe ich hier solche Gurtbänder verwendet, um nochmal hier dem Rucksack ja auch so Henkel zu verpassen. Und ich finde das eigentlich ganz cool so, hält auch gut. Und ja, ansonsten habe ich die Basic-Papierreihe Marineblau verwendet, weil ich die Kombi mit diesem wunderschönen Gelb und dem Kraft hier so schön fand. Aber unsere Variante, die wir jetzt zusammen basteln, die wird maritim. Denn ich habe hier noch aus dem Shop von Kreativdepot so ein tolles rotes Buchleinen. Das hatte ich mir schon ewig bestellt, habe aber irgendwie keine richtige Verwendung dafür gefunden, weil es halt auch wirklich eine Knallfarbe ist, ne? Also es ist so ein richtiges Weihnachtsrot. Ich glaube, ich hatte es mir auch damals bestellt, weil ich irgendwas Weihnachtliches draus machen wollte. Und am Ende hat es dann aber irgendwie doch nicht so richtig gepasst. Ich aber jetzt der Meinung bin, dass man zum Thema Einschulung auch mal so einen schönen maritimen Rucksack machen kann. Und dafür habe ich hier schon mal ein paar Zuschnitte. Ihr wisst, ich schreibe euch unten immer die Maße in die Infobox. Wir werden uns heute aber die Box oder den Rucksack komplett Schritt für Schritt zusammen erarbeiten. Einfach deshalb, weil es natürlich auch ein bisschen was anderes ist als eine normale Box. Und ja, ich erwähne es mal kurz, aber ihr wisst, das Video wird mit Sicherheit sehr lang werden, einfach weil das Projekt auch sehr komplex ist in meinen Augen. Also ich bin ja auch nur hobbymäßig, was Graupappe betrifft, da am Basteln und bin da jetzt auch kein Vollprofi und habe da aber für mich einfach gewisse Techniken, womit ich gut zurechtkomme, die zeige ich euch gerne. Aber das Projekt an sich ist natürlich einfach alleine schon auch mit dieser Rundung aufwendig. Man muss auch zwischendrin wirklich trocknen, sonst verzieht sich das auch an der einen oder anderen Stelle. Das habe ich nämlich hier, weil ich innen nicht verkleidet habe, nämlich jetzt auch gehabt, dass sich das hier so ein bisschen verbogen hat. Jetzt nicht extrem viel. Und vielleicht wird es auch noch mal ein bisschen besser, wenn ich dann die Innenverkleidung auch noch mache. Aber ja, ich hätte es besser trocknen lassen über Nacht, was ich natürlich nicht getan habe, weil ich ja so ungeduldig bin. Aber ja, ich denke, am Ende werden wir ein schönes Projekt haben. Also alles, was jetzt in dem alten Projekt gelb war, das wird jetzt rot. Das heißt also, der Deckel wird rot. Ansonsten bleiben wir dem Konzept treu. Das Blau von der marineblauen Serie. Dann nehmen wir die Streifen heute. Das wird auf jeden Fall nochmal ein bisschen eine Herausforderung, weil bei dem Pünktchenpapier war es relativ egal, weil das ja kein angrenzendes Muster hat. Aber hier möchte ich natürlich, dass die Streifen dann auch zusammenlaufen. Da müssen wir dann drauf achten. Ja, und ansonsten ist natürlich hier diese Rundung etwas speziell, aber da kann man sich super gut behelfen. Ja, da habe ich auch einfach das tatsächlich mit einer Schere geschnitten. Also ich habe eigentlich so einen Kreisschneider, aber das ist mir viel zu blöd gewesen. Ich habe diese Rundung mit einer Schere gemacht und das zeige ich euch auch gleich. Ja, aus dieser Basic-Reihe gibt es ja unfassbar viele Papiere und da könnt ihr euch natürlich eins eurer Lieblingspapiere nehmen, was ihr zu Hause habt oder was ihr gerne verwenden möchtet. Aber ich glaube, dass diese Kombi hier, die wird schon richtig mega gut. Und ich habe ja gesagt, das ist ja eigentlich auch nur die Verpackung für ein Mini-Album. Und das Mini-Album möchte ich dann eben auch so ein bisschen maritim gestalten. Das ist dann aber nochmal separat. Ob ich da ein Video zu mache, das weiß ich noch nicht. Aber jetzt geht es ja auch erstmal um den Schulranzen. Und da würde ich sagen, legen wir jetzt mal los. Okay, los geht's. Also, die Graupappe-Maße, die habe ich euch in die Infobox geschrieben, aber zur Erklärung, also übrigens, so sehen hier immer meine super Skizzen aus, wenn ich hier vor mich hin experimentiere, wie ich das gerne machen möchte. Ja, für die Box an sich brauchen wir jetzt erstmal zwei Stücke in 17 x 17 cm. Das sind die Vorder- und Rückseite.
Dann haben wir einen Boden in 17 mal 5,6. Und wir haben zwei Seitenteile, die noch etwas länger sind. Die sind 6 cm breit und die werden wir uns aber gleich noch mal etwas anpassen, weil da fehlt ja noch die Rundung. Und deswegen, das sind diese Teile hier. Wir können uns auch ehrlicherweise erstmal das hier eins skizzieren und einzeichnen. Wir brauchen dafür einen Zirkel oder irgendeine runde Schablone, wenn ihr keinen Zirkel da habt. Das geht auch. Und dann müssen wir uns einmal hier 17 cm abmessen. Also einmal hier und einmal hier. Weil da müssen wir uns jetzt nämlich gleich diesen Halbkreis einmal drauf projizieren. Also ich mache dann hier erstmal eine Linie, sieht man später eh nicht. Wo ist die Markierung hier? Ich würde auch sagen, das ist mit einer meiner krassesten Projekte, die ich bisher mir überlegt habe. Und ich hoffe wirklich, dass euch die Inspo gefällt, weil sie hat schon das ein oder andere Minütchen oder Stündchen gebraucht. Und ja, aber ich hatte da so Lust drauf. Ich habe das irgendwie, als das Thema Einschulung kam, hatte ich das irgendwie gleich im Kopf, dass ich das gerne machen würde. Ja, und deswegen machen wir das heute zusammen. So, ich markiere hier einmal noch bei 3 cm. Beziehungsweise ich habe leider irgendwie nicht ganz 6 cm, aber ich mache mal hier die Mitte. So. Mache das eh immer so ein bisschen Pi mal Daumen. Ich bin da ja nicht so die, die immer sich an die Maße hält. Und dann, wenn ihr einen Zirkel habt, piekst ihr denn hier einmal in die Mitte. Zieht euch denn so auf, dass ihr hier einen Halbkreis euch einmal einskizziert. Also es muss auch jetzt nicht haargenau sein. Es geht einfach darum, dass wir ungefähr die gleiche Rundung einfach brauchen. So, hier zum Beispiel passt es nicht so gut. Ziehen wir es hier ein bisschen. Zack. Aha, da war ich hier nicht gut. So, hier. Und hier. So, also einmal das. Und wer jetzt einen guten Kreisschneider hat, der kann das benutzen. Ich nehme jetzt hier tatsächlich meine Schere und gehe hier einfach ganz rabiat einmal entlang. Das geht auch eigentlich ganz gut, muss man sagen. Also ist natürlich jetzt nicht perfekt, muss es aber nicht, weil ich zeige euch gleich noch, wie wir uns das noch ein bisschen dann schöner machen. Ich schneide das jetzt hier echt ganz rabiat einmal ab. Dann sieht es so aus. Und hier das Gleiche. Macht das halt nicht mit einer Schere, die ihr fürs Papier verwendet. Ich benutze die zwar hier auch für Papier, aber ich mag diese Schere ja hier nicht so gerne. Und irgendwie ist die gerade für alles. Ich muss mir doch irgendwann noch eine schöne Papierschere kaufen, mit der ich gut zurechtkomme. Naja. So, dann kann das erstmal weg. Und dann schaut mal, dass es ungefähr passt, aber das sieht gut aus. Und dann hatte ich euch ja schon vor längerer Zeit mal gesagt, dass ich mir beim DM hier fürs Nagelfeilen solchen so ein Teil hier gekauft habe. Und damit gehe ich jetzt hier einfach drüber und mache mir diese Kanten einfach noch ein bisschen schöner, dass die wirklich schön rund sind, dass da auch nicht mehr so viel übersteht. Und gehe hier einfach so ein bisschen entlang. Und das reicht auch wirklich, ne? Das ist absolut in Ordnung. Wir kleiden uns das ja eh noch mit Papier ein. Aber so könnt ihr das richtig schön rund bekommen. Das reicht. Für die Zwecke, für das, was wir es brauchen, reicht das. So, da gehe ich hier einfach ein bisschen drüber noch. Wenn ich da irgendwelche Hubbel und oder irgendwas habt, dann mache ich die mir einfach jetzt mit der Feile weg. So, das reicht schon. Guckt, dass es ungefähr gleich ist.
Man kann dann auch noch mal hier so ein bisschen gemeinschaftlich darüber. Aber im Endeffekt reicht das schon so. Das muss halt ungefähr gleich sein, weil der Deckel geht dann ja hier seitlich dann oder oben drüber. Deswegen sollte es jetzt nicht ungefähr so sein, dass das eine so ist und das andere so. Aber ich denke, das ist ja auch irgendwie verständlich. Okay, dann haben wir schon mal die Seitenteile. Dann können wir das Ganze auch schon einmal festleimen, kleben, wie auch immer. So, die Frage ist jetzt nur. Genau, also wichtig ist, warum sind die Maße so, wie sie sind? Ich hatte das nämlich vorher erst so, weil wenn ich Boxen zusammenbaue, mag ich das ja lieber, wenn zum Beispiel vorne die glatte Seite ist. Und dann habe ich aber festgestellt, dann habe ich hier einen Versatz. Blöd, den kann ich gar nicht gebrauchen und deswegen muss das hier so sitzen. Und deswegen leimen wir uns das jetzt einmal fest. Also ich erzähle euch auch mal einfach so ein bisschen, wie ich auf manche Sachen gekommen bin, weil ich glaube, das ist auch ganz interessant für den einen oder anderen, um mal vielleicht auch selber so Projekte mal anzugehen, weil das ist natürlich auch das, was auch der Spaßfaktor ist, ne? Dass man sich selber solche Anleitungen auch mal überlegt. Ich mache das jetzt hier so, dass das innen ist, ist aber eigentlich auch wurscht. Und ich habe echt super viel Spaß dran, einfach auch diese Anleitungen auszutüfteln. Wenn ich eine Idee im Kopf habe, wie jetzt zum Beispiel diesen Rucksack, der ja ganz oft zum Thema Einschulung aus Papier gewerkelt wird, was auch viel schneller ist und was mit Sicherheit auch gut ist. Aber ihr wisst, ich liebe ja dieses Thema Graupappe, auch wenn ich da jetzt wirklich da selber nur laienhaft mit arbeite. Aber ich habe da einfach echt super viel Spaß dran. Also habe ich auch viel Spaß dran, da so Anleitungen auszutüfteln. Und da habe ich einfach überlegt, wie kann ich das machen? Auch diese Rundung oben von dem Deckel, da muss ich sagen, da hat mir wiederum der Workshop von Mel von Kreativ Süchtig total geholfen, weil sie hatte ein Album gemacht mit so einem gerundeten Rücken. Und das habe ich dann einfach für mich adaptiert, sozusagen, und einfach dann diesen Deckel für den Schulranzen daraus entwickelt. Also ihr könnt euch auch aus verschiedensten anderen Projekten sowas herleiten. So, und wie mache ich das jetzt? Mache ich jetzt erst den Boden rein, damit es ein bisschen Stabilität bekommt. Ich glaube ja, weil sonst flattert mir das hier so rum. Das ist auch nix. Aber ich würde schon auch gerne irgendwann mal noch mehr zum Thema Graupappe selber gerne lernen, weil das ist schon, seitdem ich jetzt bastel, und das Basteln tue ich ja jetzt seit 2020 ungefähr, ist das schon eine Sache, die mir so viel Spaß bereitet, dass ich das eigentlich mittlerweile fast jede Woche euch ja auch was zeige, ne? Also gut, dass ich jetzt die falsche, ach nee, ich kann es so machen. Wollte schon sagen, gut, dass ich euch jetzt die falsche Seite eingeleimt habe, aber nee, man kann es ja auch andersrum drehen. Einmal hier einsetzen. Bei Graupappe ist es, finde ich, immer nur super wichtig, dass man möglichst akkurat arbeitet, weil umso schöner sind dann einfach die Endergebnisse. Umso weniger Überstände ihr habt, umso besser. Aber für so kleine Überstände, da ist dieses Feilenteil vom DM absolut ausreichend. Also mir zumindest reicht es. So, dann ist das jetzt hier nämlich nicht mehr so instabil, wenn der Boden hier schon mal ein bisschen mit festklebt. So, dann einmal hier auch die Reste abstreifen. Okay. Dann. Genau, kann man hier auch die Seite. Ne, jetzt mache ich erst das vorne und dann am Ende die Seite. Heute ist bei uns auch total stürmisch. Also der April, wenn das Video online kommt, ist schon Mai. Aber der April war auf jeden Fall super stürmisch und wechselhaft.
Dann, ich bin etwas verwirrt, weil jetzt muss ich hier das ein. Also ich bin auch etwas verpeilt, ihr wisst ja, beim Zusammenbleiben geht es immer bei mir mal da, mal da. Maximal kein Plan von dem, was sie tut, aber davon maximal viel. So, das sollte reichen. Und dann einmal hier ansetzen. Ich habe es auch geschafft, komplett alle meine Bestände an Graupappe zu verwenden. Also ich muss ganz, ganz, ganz dringend Graupappe bestellen, weil sonst kann ich euch gar nichts mehr zeigen, weil ich habe keinen Bogen mehr. Keinen einzigen. Ich habe so viel Graupappe in letzter Zeit gemacht, dass ich echt da alles rausgedonnert habe, was ich hatte. Hier schön bündig arbeiten. Okay. Und als letztes haben wir dann noch einmal das Seitenteil. Bin mal gespannt, das Mini-Album. Da habe ich mir noch keine Gedanken dazu gemacht, wie das aussieht. Aber das soll so sein, dass man das dann einfach so reinsteckt und auch mit so einem Griff dann rausheben kann. Mal schauen, ob ich das auch noch schaffe bis zu dem Release, weil ich hatte dann ja jetzt auch die OP und ja, weiß noch nicht, wie viel ich zum Basteln komme, ob ich überhaupt dazu komme. Aber ich wollte zu dem Thema Einschulung euch einfach diese Inspiration noch mitgeben, weil ich sie einfach auch selber so gerne gebastelt habe. Jetzt setze ich mir hier einmal das Seitenteil dran. Guck, dass es auch schön bündig sitzt. Beiden Seiten. Das sieht aber gut aus. Bis auf hier oben. Da sieht es nicht gut aus. Da muss ich ein bisschen schieben. Die Pappe ist so leicht gebogen vom Schneiden. Und deswegen ist immer so ein bisschen Hummelei. So, der Boden. Bei meinem Rohling muss ich ja auch noch ein paar Sachen machen. Da muss ich ja zum Beispiel noch die Innen, Verkleidung machen. Aber das ist ja jetzt erstmal für die Inspiration nicht so wichtig. Sieht man ja von außen nicht. Wir gucken auch mal, ob ich diesmal den Griff früher anbringe. Aber das ist eigentlich nicht möglich, weil ich dann das Buchlein das nicht mehr so schön glatt ziehen kann, weil ich finde es nicht so schön, dass die Buch, also diese Schrauben von diesem Verschluss, von diesem Griff sichtbar sind, aber das lässt sich irgendwie nicht anders da lösen, weil ich sonst das Buchlein nicht mehr drüber ziehen kann. Aber mal gucken. So, dann haben wir einmal schon den Rohling. Also der ist auch super schnell gemacht, wie ihr seht. Wir können jetzt direkt anfangen, den Rohling einmal mit dem Papier zu beziehen. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. Und dafür brauche ich dann nochmal ein Schneidebrett. Und einmal, das brauche ich gleich. So, jetzt nehmen wir hier einmal das Papier, weil ich möchte ja da die Streifen,
das passt auch ganz gut. Da kann man die Streifen so verwenden, dass man hier unten eineinhalb Streifen oder ein Viertel hier als Richtmaß nimmt. Und dann links und rechts lasse ich ja immer so 1,5 cm. Und jetzt macht ihr das so, dass ihr hier, ich drehe es nochmal, euch einfach diesen Bogen hier einmal einzeichnet. Könnt auch hier das komplett einmal einzeichnen. Müssen wir uns dann leicht nachher wegradieren. Also einmal hier so diese Form nachfahren. Und die können wir jetzt auch mit der Schere einmal nachfahren. Aber ihr schneidet jetzt nicht logischerweise an der Bleistiftkante, sondern so ungefähr 1,5 cm davon entfernt. Schneiden wir jetzt einmal hier drumherum. So, und das machen wir gleich zweimal, aber ich zeige euch erstmal jetzt bei dem einen, wie es funktioniert. Und zwar nehmen wir uns jetzt hier den Radierer, machen uns die Linie hier wieder weg. Das ist immer ein bisschen blöd bei dem Blau. Da nimmt man sich auch ein bisschen die Farbe leider weg. Beim zweiten kann man es ja auch weglassen, den Strich. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, wie ich das jetzt mache. Da kann man nämlich nur den Bogen oben skizzieren. So, das ist okay. Gut. Und zwar müssen wir uns das Ganze jetzt umdrehen. Und dann kleben wir uns das jetzt hier einmal auf. Jetzt müssen wir nur schauen. Ich würde euch empfehlen, dass ihr euch jetzt da, wo die blaue Linie, also diese, das hier, da würde ich mir jetzt einfach mal so eine grobe Falz machen, damit ihr wisst, wo ihr das ungefähr ansetzen müsst, dass es unten gleich passt von der Linie her, weil wir das ja jetzt nicht sehen. Und dann gebt ihr euch hier einmal den Leim auf. Nicht zu dick und nicht zu dünn. Ich habe ja eher die Tendenz, immer zu viel Leim zu nehmen, weil viel hilft viel, aber bei Leim ist das ganz oft eigentlich nicht so gut, weil das dann überall rausquillt. Deswegen lieber ein bisschen mehr aufgeben und dann wieder abziehen. Und dann ist das eigentlich eine gute Sache. Also dann hier einmal schön abziehen. Und gut ist. Dann nehmen wir hier einmal unser Stück. Setzen das ungefähr mittig. So, jetzt schaue ich gleich mal, dass das hier unten passt. Das sieht gut aus. Und dann können wir uns das hier einmal schön mit dem Falzbein einmal glatt ziehen. Das kann man auch ein bisschen wieder hochbiegen, weil wir müssen uns hier unten ja jetzt noch die Ecke abschneiden. Und das Einbinden von der Rundung ist ein bisschen tricky, das zeige ich euch aber gleich. Wir können uns einmal jetzt hier, also ihr seht ja, hier endet das gerade Stück und es geht dann in die Rundung über. Und wir schneiden uns jetzt genau da einmal hier so eine Schräge rein, genau auf diese Ecke zulaufend. Und da schneiden wir uns jetzt hier wie so ein Dreieck raus. So sieht das ungefähr aus. Und das machen wir auf der gegenüberliegenden Seite auch, weil wir werden uns nämlich jetzt erst die Seiten einmal einschlagen und die Rundung gleich oben als letztes. So. Und wenn ihr das nämlich nicht so macht, könnt ihr das ja nicht einschlagen, weil das ja dann oben verbunden ist, logischerweise. Und deswegen einmal erst diesen Einschnitt machen, dann hier auch wieder schön einleimen. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr keine Lust habt, dass das aus Designpapier ist, könnt ihr das auch aus Buchlein machen. Aber
Nur der Hinweis, wenn ihr den Deckel vorhabt, aus Papier zu machen, das wird nicht funktionieren. Also theoretisch ja, aber die Länge passt dann nicht. Und deswegen würde ich immer schauen, dass der Korpus aus Designpapier ist und der Rest dann aus Buchleinen. So, jetzt muss ich gucken. Ich habe ja immer das Talent, das hier zu versauen mit irgendwelchen dreckigen Fingern, sei es Stempelfarbe oder was auch immer. Dann einmal hier richtig gut andrücken. Das sieht gut aus. Auch hier bei der Ecke schon mal so leicht vorformen. Aber aufpassen, dass euch dies nicht einreißt. Muss mir auch gleich mal Gedanken machen, wie ich das innen mache, weil wir machen jetzt erstmal wirklich die Box hier fertig, bevor wir den Deckel machen. Weil ich nämlich von dem Streifenpapier nichts mehr habe. Also nehme ich etwas anderes aus dieser blauen Basic-Serie. Finde ich aber jetzt auch nicht schlimm, weil die passen ja alle wirklich perfekt zusammen. Und ja, ich habe nur auch leider dieses Pünktchenpapier nicht mehr. Das gefällt mir ja auch so gut. Aber ich hatte jetzt auch keine Zeit mehr, nochmal neu zu bestellen. Und außerdem habe ich auch so viel Papier hier, was ich auch einfach gerne verbasteln möchte. Auch wenn es jetzt nicht die Streifen sind, dann ist es halt eins von den anderen Papieren. Oder ihr könnt auch dunkelblauen Cardstock nehmen, Unifarben. Das ist ja auch vollkommen wurscht. Dann nehmt ihr einfach das, was euch gefällt. So, das ist einmal gut angedrückt. So, hier unten so ein bisschen die so reinformen. Und einmal auch hier umlegen. Ich werde den Boden nicht mit irgendeinem Papier beziehen, weil bei mir wird es ja auf der Klötzchenplatte sitzen. Und ich werde das Album auch festkleben, also diesen Rucksack dann auch festkleben. Deswegen mache ich hier unten keinen Boden dran. Aber wenn ihr das quasi lose haben wollt, dann müsst ihr euch einmal hier unten natürlich auch noch ein bisschen was dran kleben. Ah, seht ihr, ich habe nicht ganz sauber gearbeitet hier unten, leider. Oh, naja, gut, jetzt ist es so. Also meine Kante hier ist nicht ganz super. Da ist noch ein bisschen blau. Hätte ich ein bisschen noch runterziehen müssen, aber gut. So ist es jetzt. Es ist ja nur der Boden. Ich denke, es fällt nicht so sehr auf, aber trotzdem doof. Hier alles gut andrücken, vor allem hier die Ecken. So, und dann sieht das hier erstmal so aus. Aber ich denke, das wird man nicht so wahrnehmen, hoffe ich. Genau, und jetzt haben wir ja hier noch diese Rundung. Und da müsst ihr jetzt aufpassen. Nehmt euch eine Schere und wir schneiden uns jetzt immer hier solche Dreiecke raus. Aber ihr dürft nicht bis ganz vorschneiden, sondern ihr müsst die Stärke von der Graupappe, in meinem Fall sind es jetzt 2 mm, die müsst ihr hier Platz lassen. Also lasst da auch lieber ein bisschen mehr Platz tatsächlich, weil das sieht man sonst später, wenn ihr das einschlagt. Also ich mache das jetzt hier wirklich frei Schnauze, einfach hier so Keile rausschneiden, damit ich das gleich einmal schön umlegen kann. Man kann die Abstände hier auch kleiner machen, aber eigentlich geht es auch, wenn die ein bisschen größer sind. Da ist man einfach ein bisschen schneller beim Schneiden.
Dann einmal einleimen. Das Schöne ist, das Papier wird gleich richtig schön biegsam durch das Eingeleimte. Dann kann man das richtig schön umlegen. So, dann fange ich einmal hier an mit der Seite. Schön umlegen. Guckt, dass ihr wirklich saubere Finger habt. Dann legt ihr jede Lasche einmal einzeln um. So. Und dann einmal schön mit dem Falzbein andrücken. Und dann könnt ihr jetzt das macht ihr aber bitte ganz vorsichtig. Ich habe hier ein bisschen zu weit eingeschnitten, aber das sieht man ja nicht. Ihr seht ja, dass das jetzt hier so ein bisschen huppelig ist. Ihr könnt aber da mit dem Falzbein einfach drüber gehen und die Rundung so ein bisschen nachfahren. Und dann nimmt das Papier diese Rundung auch an und dieses Knubbelige wird ein bisschen schöner. Also wirklich hier so ganz vorsichtig einmal entlang gehen, bis es euch gefällt. Ja, so finde ich, kann man das schon lassen. Ich meine, so viel wird man davon ja nicht sehen. Da ist ja der Deckel drüber. Das sieht man nur, wenn man diesen Rucksack dann ein bisschen aufmacht. Und das finde ich absolut okay so. Genau. Dann sieht das so aus. Ich mache das Ganze jetzt einmal noch für die zweite Seite und dann beziehen wir uns die Vorderseite und dann schauen wir mal, wie wir das innen gleich machen. Ich habe einmal die beiden Seiten jetzt fertig. Sieht so aus. Ganz gut geworden. Und jetzt habe ich mir hier schon mal ein Stück noch zurechtgeschnitten für ja, für den Vorderteil. Und da müsst ihr einfach jetzt darauf achten, dass wirklich die Linien zueinander laufen. So sieht das nämlich auch ein bisschen blöd aus. Dann machen wir einmal hier den Leim drauf. Das ist jetzt hier ein bisschen Arbeit, weil das so eine große Flasche ist. Ich hätte auch mein Röllchen rausholen können, aber das ist jetzt eigentlich die einzigste größere Flasche. Und das geht dann auch mit dem Pinsel so. Aber man muss auch dazu sagen, dass der Leim, wenn der in Verbindung mit Papier kommt, da muss man echt flott arbeiten, weil der trocknet super schnell wieder weg. Und irgendwie, ja, keine Ahnung. Bei der Pappe geht es einigermaßen, aber mit Papier habe ich echt schon festgestellt, zack, ist der Leim weggetrocknet. Und selbst wenn ich jetzt hier ordentlich flott arbeite, war das letzte Mal auch schon wieder so. Das Papier saugt irgendwie richtig dolle den Leim weg. So, auch hier wieder gucken, dass es nicht zu dick ist. Ich arbeite hier wirklich, seht ihr, da oben ist schon wieder trocken. Ich arbeite hier wirklich an die Linie an. Und jetzt mache ich das so, dass ich mir das hier nochmal ein bisschen, also seht ihr, das ist schon am Trocknen hier. Ziehe ich mir das hier nochmal ein bisschen glatt, dass es nicht so dick ist.
So, und jetzt einmal schauen, dass wir hier genau die Streifen treffen, weil umso schöner sieht es dann auch aus. Das hat gut geklappt. Das sieht doch richtig schön aus. Muss halt oben und unten logischerweise ein bisschen Überstand haben, weil wir müssen ja hier einmal noch umlegen und hier. Das darf man nicht vergessen beim Bemessen. Und dann gehe ich jetzt hier einfach mal ein bisschen drüber. Dann sieht das hier richtig schön sauber aus. Ja, gefällt mir gut. Hier oben ist es dann so, dass wir uns das hier noch mal ein bisschen einschneiden müssen. Also einmal hier. Und da ist es jetzt so, das ist ein bisschen blöd, der Übergang, aber geht nicht anders da. Da hier dann einmal noch hier so einschneiden. Das ist nicht ganz so schön tatsächlich. Wenn ihr da eine Idee habt, wie man das schöner hinkriegen kann, dann könnt ihr das gerne machen. Das ist aber einfach dem geschuldet, dass ich ja hier irgendwie um die Ecke noch muss und aber da vorne ja noch ein Stück dran habe. Deswegen, ja, ist jetzt nicht ganz ideal, aber ehrlicherweise, es ist halt selbst gemacht, ne? Das ist nicht perfekt. Dafür ist es aber halt mit Liebe selbst gemacht. So, dann können wir das hier einmal umlegen. Okay. Also hier einmal. So, und jetzt kommt eigentlich auch schon gleich der Part. Also wir machen noch die Innenverkleidung und dann müsste man eigentlich streng genommen das Ganze erstmal mit innen ausgestopft, müsste man das erstmal trocknen lassen, weil sonst ist die Gefahr relativ groß, dass sich das wieder verzieht. In der Zeit können wir ja auf jeden Fall trotzdem weitermachen. Deswegen habe ich ja gesagt, wir machen erstmal diesen Teil hier, weil wir dann den Deckel machen können. So, einmal hier schön reingehen und auch hier über die Kante drüber, dass sich das schön anlegt. Hier schön drüber. Gut. So, hier hinten brauchen wir das nicht so weit runterziehen. Da müssen wir uns nur einmal hier oben einen Streifen machen. Ach, hier unten fehlt noch, weil da wird ja der Rücken angesetzt und das mache ich im Ganzen mit dem Buchleinen. Man kann theoretisch kann man das natürlich auch anders da lösen hier hinten, aber ich habe es deshalb so gelöst, dass das Buchlein hier so rumgeht, damit ich diese Schnallen hier festmachen kann. Wenn ich nämlich nicht eine weitere Lage hätte, dann wäre das schwierig, diese Schnallen da anzubringen. Und das ist nämlich der Hauptgrund, warum ich das so gemacht habe. Weil sonst, klar, hätte man auch nur hier oben das machen können. Dann hätte aber die Pappe hier schon auch die Löcher haben müssen. Und da ist es dann aber so, diese Schnallen oder dieser Stoff von diesen Bändern, der ist ja so starr. Und ich werde den auch gleich, wenn wir das machen, mit den Zwingen wirklich festdrücken und das auch kurz antrocknen lassen. Dann hält es auch Bombe und dann ist das auch schön flach und man kann das relativ gut anbringen. Aber man muss dann auch das ordentlich anpressen. Also ich habe das dann auch unter so eine kleine Presse gelegt. Weil ich glaube, ich habe das euch noch gar nicht erzählt. Mein Mann hat mir zu Ostern, das fand ich total süß, und ich frage mich auch manchmal frage ich wirklich, wie er auf so Sachen kommt. Er hat mir eine kleine Plattpresse geschenkt, wo man, wenn man im Herbst oder so Blätter sammelt, oder auch jetzt, ist ja egal,
kann man die dann da pressen. Und ich habe das natürlich auch gleich mal so ein bisschen noch als Presse misshandelt für meine Graupappe-Projekte. Aber es ist richtig schön. Es ist auch aus Holz. Ich glaube, ich zeige euch das mal nachher gleich. Fand ich ein richtig schönes Geschenk. Da hat er sich was richtig Tolles einfallen lassen. Also manchmal ist er sehr kreativ, habe ich schon festgestellt. Und ja, das finde ich immer so schön, wenn ein Mann irgendwie auch verstanden hat, wieso seine Frau tickt. Ehrlicherweise ist das ja nicht immer der Fall. Also ich hatte auch schon Ex-Freunde, da wäre sowas niemals bei rumgekommen. Aber deswegen freue ich mich immer umso mehr, dass mein Mann immer so schöne Ideen da auch hat. Und auch das, was so bei mir einfach die Kreativität auch ausmacht, das auch einfach so annimmt und auch schätzt, dass ich so bin. Das finde ich irgendwie besonders schön. Ja, ein kleiner Schwenk aus meinem Leben. So, jetzt schneide ich mir einmal hier noch einen dünneren Streifen, weil so viel braucht man nicht. Also klar, ihr könnt auch das Stück jetzt da dranhängen, aber ehrlicherweise brauchen wir das einfach nicht. Deswegen schneide ich mir hier jetzt mal noch ein Stück ab. Und mache das jetzt hier einfach mal. So. Und dann haben wir das. Und dann können wir das nämlich hier einmal genauso anbringen. Ich gucke gerade mal, dass das hier auch wieder die, ja, das passt, dass das hier auch wieder die Streifen aufnimmt. Und dann leimen wir das hier einmal fest. Also bis zur mittleren hier ungefähr. Es regnet hier ganz dolle. Ihr hört das wahrscheinlich nicht, aber es regnet hier richtig an die Scheibe ran. Das perfekte Bastelwetter. Aber eigentlich hatte ich mich auch schon so richtig dolle auf Frühling eingestellt. Und auf Sonne und auf Blumen und auf Rausgehen. Ja, und jetzt regnet es hier die ganze Zeit. Naja, hoffen wir mal, dass der Sommer dieses Jahr schön wird und nicht verregnet wird. Das wäre ehrlich gesagt nicht so toll. Weil ich weiß nicht, ob das euch auch so geht. Wenn der Sommer so verregnet ist, ich finde, dann ist der nächste Winter echt schwer zu ertragen. Ja, zumindest geht es mir dann so. So, einmal hier ansetzen. Auch hier einmal die Streifen aufnehmen. So, sieht einfach ein bisschen hübscher aus. Habe ich ein bisschen hier viel Leim verwendet, aber macht nichts. So, auch das kurz mal so ein bisschen andrücken. Schon richtig cool aus, oder? Wenn wir das uns dann noch ein bisschen dekorieren und vielleicht auch es schaffen, es nicht zu ruinieren mit den weißen Streifen, wie ich es hier jetzt schon wieder hingekriegt habe. Oh nee, das ist irgendwie Leim, oder? Ist das Leim? Ah, okay, geht weg. Glück gehabt. So. Das passt. Das passt auch. So, dann müssen wir das jetzt wieder so machen wie eben. Also einmal hier so schräg reinschneiden. Einmal hier. Einmal hier. Und dann einmal hier. Nicht schön, aber so ist es halt. Mir ist irgendwie keine bessere Lösung eingefallen als so. Okay. So, einmal das noch. Und dann werde ich mir einmal überlegen, welches Papier ich gleich für innen noch möchte. Da muss ich erstmal noch meinen Stapel hier anschauen. Weil theoretisch könnte ich es auch rot machen, weil ich habe ja auch von den Basic-Papieren noch ganz viel in Rot da. Aber da habe ich immer ein bisschen Angst. Da muss ich erst nochmal das Buchlein mir angucken, dass ich das mit dem Buchlein dann weiß. Und deswegen glaube ich, lasse ich es einfach in der Blau. Ich werde es wahrscheinlich blau machen und dann wirklich nur den Deckel in dem roten Buchlein, weil das ist ehrlich gesagt nahezu unmöglich, dann noch das passende Papier und Buchleinen zu haben.
Wobei, man weiß nie, was noch kommt, ne? Vielleicht gibt es auch irgendwann das passende Buchlein zu den Basic-Papieren. Das würde ich jetzt so feiern. Wirklich, das wäre ja mal so, so genial. So, dann haben wir einmal das. Das sieht gut aus. Ich muss auch meine Hände mal sauber machen, weil ich habe ja da immer Leim hängen. Dann mal hier noch drüber. Und dann schaue ich jetzt einmal, was wir innen machen. Und dann geht es gleich weiter. Ich habe einmal mir Gedanken zu dem Innenleben gemacht und das machen wir weiß mit diesem Basic-Papier. Das ist Marineblau Doodle-Linien mit Sternchen. Und da habe ich schon mal eine Seite gemacht und die andere Seite zeige ich euch jetzt, wie wir die gleich machen. Diese Doodle-Linien sind halt tatsächlich, da wird man das nicht hinbekommen, dass die Linien zusammenlaufen, weil es sind Doodle-Linien, es sind keine richtigen geraden Linien. Genau, aber wir brauchen einmal das Schneidebrett und da schneiden wir uns einmal einen Streifen in 5,4. Ich hoffe, das reicht hier. Ich glaube, das reicht hier genau noch. Das ist nämlich aus einem Designpapierbogen. Da kriegt man zumindest die Seitenteile und eins von den Vorder- oder Rückseiten raus. Also 5,4. Einmal abschneiden. Dann schneide ich hier einmal den Boden ab, damit das Schildchen weg ist. So, dann legen wir das hier einmal rein. Also hier einmal reinlegen und markieren, wo hier quasi die gerade Fläche angrenzt. Und das ist nämlich hier. Na, seht ihr das? Kann man das sehen? Da, wo die gerade Fläche ist, da markiert ihr euch das einmal. Dann ziehen wir uns hier einmal eine ganz leichte Hilfslinie. So. Und dann nehmen wir hier wieder unseren Zirkel oder Halbkreis oder was auch immer ihr habt, legen das hier an und ziehen das hier einmal rum. Das reicht schon. Und dann schneide ich das hier einmal entlang. Gucke halt, dass ich möglichst genau schneide. Umso schöner sieht es aus. Ja, mit dem genau schneiden hat nicht so gut geklappt. Oh, hier mal einen schönen Huckel reingeschnitten. Egal. So, dann einmal die Linie wieder wegradieren. Deswegen macht sie nicht zu dolle, dass ihr die hier gut wieder wegradieren könnt. So. Und dann haben wir hier nämlich unser Seitenteil. Das sieht doch ganz gut aus. Sieht man auch nicht, dass ich es nicht ganz hundertprozentig gut geschnitten habe. Und für das Vorderteil brauchen wir dann noch mal ein Stück in 16,8. 16,8. Nee, Moment. Wir brauchen noch links und rechts einen Zentimeter Überschneiden, also 17, 18,8. 18,8 auf 16,7. 16,7. Und dann einmal links und rechts bei einem Zentimeter falzen. Dann haben wir nämlich so eine kleine Lasche und dann blitzt da auch am Ende keine Pappe mehr durch. Das ist nämlich das, warum ich das so mache. Und dann haben wir schon mal das Grundgerüst für unseren Schulranzen nämlich fertig. Na, das seht ihr, das passt dann hier genau. Und dann hat man hier so ein bisschen Überstand und das ist genau richtig. Okay, dann einmal hier Kleber. Das mache ich jetzt nicht mit Leim, sondern das mache ich mit Kleber. Einmal hier gut
Kleber aufbringen. So. Und dann auch schon die kleinen Laschen auch mit Kleber versehen. Einmal da. Ist ein bisschen friemelig, weil man jetzt eigentlich auf jeder Flasche irgendwie Kleber hat. Dann nehmt ihr euch eure Box und legt es hier rein. So. Und dann schön mit dem Falzbein einmal andrücken. Da kommt man jetzt nicht mehr ganz so gut rein, aber das geht noch. Wenn nicht, nehmt ein langes Lineal, das geht auch. Aber ich komme da jetzt gerade noch so rein. So. Oben. Ist ein bisschen schief hier. Egal. Ja, aber das passt so. Gut, hier ist jetzt leider ein bisschen offen, da hätte ich nicht so tief einschneiden dürfen. Da war ich ein bisschen zu, da habe ich einfach ein bisschen zu tief eingeschnitten, aber gut. Nun pinsel ich mit ein bisschen Weiß drüber. So, und jetzt kann man hier die Seitenteile noch reinkleben. Verkleidet. Ich glaube, hier oben mache ich jetzt noch mal ein bisschen mehr Kleber, weil das da so ein bisschen dicker ist, dass das hier wirklich gut anliegt. Einmal die Seite verkleidet und auf der anderen Seite genau das gleiche. Und hier einmal andrücken. So. Ja. Dann haben wir das einmal von innen verkleidet. Man kann sich jetzt noch den Boden schneiden. Der ist dann 5,4 x 16,8. Ja, brauche ich eigentlich gar nicht messen. Also 5,4. Mal 16,8, dass der nicht so press dran ist. Ja, 16. Ich mache mal so ein bisschen das zwischen 8 und 9, also 16,89, weil dann ist das. Ja. So, und das mache ich jetzt irgendwie. Das ist jetzt so tief da drin, da kann man jetzt nur so ein bisschen hier Kleber aufbringen und dann hier einfach das so reinfallen lassen. Das ist aber auch okay. So, weil das ist ja nur der Boden. Da guckt im Endeffekt eigentlich, glaube ich, eh keiner rein. So, aber einfach, dass man ein bisschen was drin hat.
Man hätte wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, 17, nee, hätte man nicht aus einem Stück so als einmal rummachen können. Man hätte jetzt den Einsatz nochmal anders machen können, aber ganz ehrlich, da soll ja noch ein Album oder was auch immer rein, ne? Das kann ja jeder machen, wie er möchte. Da guckt keiner rein. Da kann man, hab ich jetzt gerade mal die Idee, dass hier, ich hier meinen Pfusch so ein bisschen kaschieren kann, indem ich hier einfach mit einem weißen Bosca diese graue Stelle einfach ein bisschen kaschiere. Aber ganz ehrlich, das sieht eh keiner. Aber gut. So, dann hätten wir einmal außen fertig. Also was heißt außen? Einmal die Basis sozusagen. Und jetzt kommt der Deckel. Und ich empfehle euch jetzt, dieses Teil hier einmal wirklich zu pressen. Das heißt, wenn ihr Bücher oder irgendwas habt, die da genau reinpassen, dann legt die rein und presst das Ganze mal über Nacht, damit das schön gerade ist. Ich werde es jetzt wahrscheinlich erstmal so lassen, weil ich ja jetzt auch mit euch noch weitermache. Aber im Anschluss möchte ich das dann auf jeden Fall diesmal auch pressen, weil dann nicht mehr dieses Verbogene hoffentlich passiert. Hier habe ich leider mit Kleber gekleckert. Ja, naja, aber sonst ist es ja echt gut geworden. Bin ich auf jeden Fall zufrieden. Genau, so für den Deckel brauchen wir, ich hole mir meinen schlauen Zettel, brauchen wir einen Streifen. Das kann man zusammenfassen tatsächlich. Das hatte ich beim letzten Mal nicht. Aber das kann man zusammenfassen. Genau. Wo ist ein Kugelschreiber? Hier. Also das. Und das kann ich zusammenpacken. Das heißt, wir brauchen einmal 19,2 mal 17,5. Genau. Und dann ist nämlich das und das das Rückteil. Ja, das hatte ich hier noch zwei geteilt. Aber, ach nee, ha. Falsch. Stopp, stopp, zurück. Moment, ich prüfe das einmal noch mal kurz. Das ist das Teil hier. Das hier, das war noch ein Stück hier. Das ist 16,7. Nee, genau. Das hatte ich nämlich erst aus zwei Teilen. Das heißt, das hier ist 16,7. Das brauchen wir nicht. Und das brauchen wir nicht. 16,7 mal 17,5. Dann hier vorne haben wir ein Stück 6,0 mal 17,5. Und dann haben wir 11 mal solche ganz kleinen Streifen in 0,5. Genau so rum ist es. Okay, gut. Das heißt, ich schneide mir einmal jetzt alles zurecht. Diese kleinen Streifen sind ein bisschen nervig, weil die halt so dünn sind mit 0,5 und die muss man dann auch ein bisschen gerade biegen. Genau, und dann geht's los mit einmal hier dem Deckel. Genau. Es geht weiter. Also ich habe mir jetzt hier einmal diese dünnen Streifchen geschnitten. Die sind echt ein bisschen friemelig. Aber ich habe die dann so ein bisschen glatt gebogen und dann geht es, weil wir arbeiten jetzt auch mit dem Buchbinde-Tool, was es ja relativ neu im Shop von Kreativdepot gibt, weil dann nutzen wir einmal dieses Teil hier und legen uns die Streifen nämlich gerade dann mit diesem Teil schön an. Dafür ist das perfekt. Ich habe mir einmal das Rückteil einmal hier zurechtgeschnitten. Das kommt dann ja, wie gesagt, hier hin. Dann werden die Streifen einmal gegeben. Dann ist das die Vorderseite. Und bei der Vorderseite habe ich mir hier einmal auf so einem Reststück die Ecke abgerundet, als Schablone sozusagen. Und möchte jetzt hier einmal hier diese Ecke markieren, weil das möchte ich mir auch einmal noch abschneiden, weil ich das ein bisschen schöner finde. Das letzte Mal habe ich das komplett freie Schnauze abgeschnitten, aber damit war ich dann irgendwie nicht so ganz happy, weil es dann doch irgendwie
nicht so gleich war. So, dafür ist die Ecke jetzt hier ein bisschen schmaler. Ich muss erstmal kurz meine Schere nochmal holen. Aber mal gucken, wie das aussieht. Also auch hier einmal hier wieder rum. Ist jetzt nicht so eine extrem große Rundung, weil ich habe nur so einen kleinen Eckenabrunder. Aber so ein bisschen ist ja auch nicht schlecht. Dann nehme ich mir hier wieder mein Nagelteil und gehe hier schön einmal rum. Dann hat man hier eine schöne Rundung. Ich finde, das ist einfach für den Rucksack noch mal ein bisschen. Es könnte auch mehr sein, aber ich finde, das reicht auch. Ne? Das geht schon. Ist eine schnelle Variante, wie man sich einfach dabei helfen kann. Und ja, sieht gut aus. Dann habe ich mir hier einmal dieses, ich weiß überhaupt nicht, wie man das nennt. Das ist so, früher habe ich daraus Schlüsselanhänger gebastelt oder genäht. Ja, es ist so dieses Gurtband für Taschen und sowas. Also sowas bräuchtet ihr. Oder ihr könnt natürlich auch irgendein Band nehmen, was ihr da habt. Für mich hat das halt jetzt hier super gepasst mit dem Thema Rucksack. Deswegen nehme ich das auch wieder. Das brauchen wir aber noch nicht. Ich habe es aber schon mal hingelegt. Ich habe auch schon mal ein Stück Buchleinen zurechtgeschnitten. Das können wir dann einmal schon mal hier hinlegen. Das ist hier aus dem Shop von Kreativdepot, aber ich weiß nicht, ob es das aktuell noch gibt, weil ja ziemlich viel Buchleinen auch raus ist aus dem Shop. Und deswegen müsst ihr da mal schauen, ob es ein Rot noch gibt. Also wenn ihr auch das als maritime Variante machen wollt. Ne? Sonst nehmt eine Farbe, die ihr da habt. So, einmal alle Streifen hier wieder hin. Das Vorderteil kommt einmal hier hin. Ich hätte es auch ein bisschen schmaler schneiden können. Das mache ich auch. Ich klebe das jetzt alles hier und schneide mir dann den Rand da nochmal ein bisschen schmaler. Das ist mir immer ein bisschen zu breit. Da habe ich es hinterher ein bisschen nervig beim Umschlagen. So, und dann leimen wir das hier auch einmal wieder fest. Also ich glaube, wenn ich wirklich noch das Mini-Album mache, wo ich dann vielleicht auch noch als Videoteil mache, also logischerweise jetzt hier nicht mehr mit das Video, weil sonst läuft hier ein Video eine Woche. Ja, aber da könnte ich mir halt echt so ein schönes maritimes Album vorstellen. Und selbst wenn ich das Album auch vielleicht etwas später mache, weil es da vielleicht etwas im Shop bald geben wird, was ich jetzt noch nicht benutzen kann, weil es noch nicht veröffentlicht wird. Aber ich denke, das Album werde ich zu einem späteren Zeitpunkt dann mit euch zusammen auf jeden Fall machen. Auch mit den neuen Ringbuchmechaniken. Genau. Aber das muss ich mir mal überlegen, wie ich das mache, weil da muss ich mir auch erstmal Gedanken machen, wie ich das Album machen möchte. Es soll ja aber hier reinpassen. Und dann möchte ich das aber gerne so machen, dass ich habe jetzt keins, was da reinpasst. Aber wisst ihr, dass diese Buchseiten so sind, dass man hier hinten vielleicht so einen Griff hat, wo man das dann so rausziehen kann. Ja, da kommt dann auch ein schönes Mini-Album rein. So ein 15x15-Album müsste da ja eigentlich perfekt reinpassen. Ja, auf jeden Fall eigentlich. Genau. Ihr seht schon, 1000 Gedanken, keine Zeit. Das ist ja das übliche Problem. Immer. So, jetzt nehme ich mir hier dieses mega coole Tool, lege mir das hier so in die Ecke und fange an, diese einzelnen Streifen alle aneinander zu reihen. Denn darüber wird dieser Bogen generiert. Also darüber könnt ihr einfach dieses, ja, doch dieses Gebogene hinbekommen. Ist natürlich jetzt auch nicht perfekt, aber ist eine Lösung und sieht auch nicht schlecht aus, finde ich. Aber es gibt auch da mit Sicherheit die Profilösung, die ich nicht kenne, die ich auch nicht mache, aber die ich auch nicht brauche, weil ich es ja auch für mich mache. Und ich überlege auch ernsthaft, ob ich schon eins von diesen beiden, also ich habe ja jetzt ein gelb-blaues und ein rot-blaues Set dann, ob ich dann auch wirklich schon eins behalte für meinen Sohnemann,
Weil dann habe ich es nämlich dann, wenn es soweit ist, habe ich schon mal was in petto und muss dann nicht irgendwie in Stress verfallen, dass ich kein Geschenk habe. Genau, so ganz eigennützig mal gedacht. Seht ihr, und dann können wir hier das jetzt einmal für alle Streifen, die wir haben, einmal machen. Okay, wenn ihr die Teile alle aufgeklebt habt, dann einmal hier das Teil sauber machen. Das ist nämlich dann immer ein bisschen versaut, aber das kann man ja gut sauber machen hier. Also dann habt ihr das beim nächsten Projekt, die ganzen Reste da dran. Genau. So, kann man auch später nochmal sauber machen. Dann sieht das ganze Teil so aus und wir können einmal prüfen, ob das jetzt genau passt, aber ich habe es eigentlich jetzt schon mal bemessen. Aber das müsste eigentlich gut passen. Genau. So, und das da ist ja dann hier einmal so. Genau. Na, das wird dann hier direkt angesetzt, hier oben. Und dann geht das hier gut rum. Das heißt, das passt alles. Und wir können eigentlich dieses Stück hier uns auch einmal hier schon dran setzen. Und dann können wir das nämlich hier abschneiden und einmal alles einkleiden. So, das setzen wir hier einmal wirklich dran. So. Genau, da kann man, wenn man jetzt so einen Roller hat, kann man auch mal gut drüber rollern. Ich habe zwar auch irgendwo einen, aber auch da keine Ahnung, wo ich den jetzt hingepackt habe. So, ich gehe jetzt hier einmal schön drüber. Könnt euch das hier auch einmal umlegen, hier nochmal schön nachfahren. Gucken, dass da gar keine Blasen und so drin sind. Aber ich muss sagen, das Buchlein hier lässt sich super schön verarbeiten. Da hat man gar keine Probleme. Und dann schneide ich mir das hier einmal ab. Und auch hier schneide ich es mir noch mal ein bisschen weniger, also immer so ungefähr so 1,5 cm lasse ich immer links und rechts. Ich finde es ein bisschen angenehmer dann vom Umlegen. So, hier unten kann ich auch noch mal ein bisschen was wegnehmen, das ist immer so viel. So, und dann gibt es ja hier in diesem tollen Set auch dieses Eckentool hier. Das wollte ich eigentlich auch mal ausprobieren. Da könnt ihr euch das hier anlegen, direkt an die Pappe. Ein Cutter wäre auch noch ein Vorteil. Und könnt es hier schon mit dem richtigen Abstand nämlich abschneiden. Das ist richtig cool.
So. Dann haben wir einmal hier oben eine Rundung. Und da mache ich das jetzt so, dass wir das einmal hier im Winkel sozusagen hier einmal so festleimen. Das ist, baut ein bisschen dick auf, aber dafür ist die Ecke dann auch gescheit geschlossen. Genau, damit starte ich auch mal. Also hier ein bisschen Leim drauf. Jetzt habe ich es mir richtig schön versaut. So. Viel zu viel Leim genommen. Naja, gut. Ich lerne es halt nie. So, und dann gehe ich hier richtig schön drüber. Die Ecke formen wir uns dann nämlich auch gleich noch mal ein bisschen nach mit dem Falzbein. Es wird nicht so 100% rund, aber es ist absolut okay für meine Zwecke hier. Es knallt schon ordentlich, das Buchlein, aber ich finde es sehr, sehr schön, muss ich sagen. Es gefällt mir richtig gut. So, ich gehe jetzt hier schon mal noch ein bisschen ran. Und dann ist es eigentlich so wie immer, dass ich das hier einmal einschlage. Ich mache aber erst wieder die langen Seiten. Okay, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Genau, hier unten ein bisschen darauf achten, dass es wirklich eine gute Ecke ist, weil man das ein bisschen sieht oder es einfach dann ein bisschen einfacher ist, das nachher festzukleben. Und dann sollte das Ganze einmal hier so drüber passen, was es auch tut, erfreulicherweise. Genau. Sehr schön, richtig gut, gefällt mir sehr. So ein cooler Rucksack. So, jetzt kommen wir zu dem Part, der irgendwie ein bisschen nervig ist. Ich habe auch schon so ein bisschen mal auf die Zeit gelinst zwischendurch. Und es ist so, ich glaube, ich muss es das erste Mal so machen, dass ich das Video in zwei Teile aufteile, weil es ist einfach sehr umfangreich und es ist auch ein bisschen Arbeit. Aber ich glaube, das ist auch nicht schlimm, wenn das jetzt zwei Teile sind. Denn ich glaube, wer Lust hat, das zu basteln, der guckt sich auch Teil 1 und Teil 2 an. Auch wenn es nicht ein Video ist. Genau. So. Okay. Das sieht nicht schlecht aus. Bin ich sehr zufrieden. Jetzt haben wir hier noch einmal das Thema, dass wir hier uns ein Stück Buchleinen aufbringen müssen. Hier noch mal mein Stück. Ja, das werde ich jetzt einmal so grob
schneiden, weil ich habe mir angewöhnt, wenn ich so größere Stücke habe, dann schneide ich die auch mit meinem Hebeschneider mittlerweile. Und das ist dann zumindest so, dass das dann auch gerade ist, ne? Also ich markiere mir das jetzt mal hier und hier und werde mir das jetzt einmal hier mit dem Hebeschneider schneiden. Wir brauchen aber nur bis hier ungefähr. Das heißt, ich kann mir das hier so einmal schneiden. Dann kann ich mir das nämlich auch super in den Hebeschneider einlegen. Genau, das mache ich jetzt einmal kurz, bevor ich mich jetzt hier zu Tode kämpfe mit dem Buchleinen. Das hat glücklicherweise gut funktioniert. Jetzt habe ich hier mein Stück, was dann auch schön gerade ist und was auch saubere Kanten hat. Und jetzt nehme ich hier noch mein Eckenabrunder, lege mir das hier so rein und runde mir auch noch die Ecken damit ab. Und dann habe ich hier, da ist irgendwie die Ecke nicht so schön geworden, warum auch immer. Nochmal machen. Irgendwie nicht so schön wie die hier. Aber geht auch. Klebt trotzdem fest, oder leimst trotzdem fest. Na, dann haben wir hier unser Stück und das einmal festleimen. So. Das Stück hätte auch noch ein Ticken kürzer sein können, wäre auch eigentlich ein bisschen besser, weil solche großen Stücke sind nicht so gut. Jetzt habe ich hier auch sogar so Klümpchen, weil ich zu lange den Pinsel da offen gelassen habe. Und dann klumpt es mal so ein bisschen. Ja, aber wenn ihr Buchleinen habt, was so ein bisschen auch verzeiht, wenn ihr da das voll schmiert, dann geht das auch mit einem größeren Stück. Muss da echt flott sein. Das zieht so schnell an, dass das nicht mehr richtig feucht dann ist. Also ich behaupte mal, ich bin jetzt auch nicht so lang. Seht ihr das? Das ist schon richtig trocken hier vorne. Ich bin jetzt eigentlich auch nicht so langsam. Also ich bin jetzt zwar auch keine schnelle Bastlerin, bin ja eher so ein bisschen gemächlich, was das angeht, aber so langsam, dass das da vorne schon trocken ist, bin ich jetzt auch nicht. Also hier nochmal drüber gehen. So. Und dann einmal, so wie ich das immer mache, einmal kurz die Hände sauber, dass es nicht ganz ruiniert. Dann setze ich mir das einmal nur hier auf. Das ist ungefähr richtig positiv. Ah, nee, jetzt habe ich es mir. Seht ihr, das ist das Problem an so großen Stücken. Ich hoffe, ich kann das gleich sauber machen. Ich habe es mir richtig schön jetzt den Leim da drauf geditscht. Einmal hier sauber machen. Das ist leider auch eine Stelle, wo man es sieht. Das ist so ein bisschen blöd. Okay, also, seht ihr hier? Nicht gut gearbeitet. Das Problem ist auch, hier ist einfach nichts mehr mit Schieben. Das ist. Boah, ey. Ich weiß nicht, wie viel ich da drauf donnern muss, dass da noch ein bisschen Spielraum ist, um das auch ein bisschen zu bewegen, weil das gefällt mir jetzt hier ehrlicherweise nicht so. Oh, ich ziehe das jetzt hier noch mal. Hoffen wir mal, dass das Buchlein
ist ein bisschen verzeiht, aber ich glaube schon. Aber ich bin ja eigentlich jemand, der das gerne hier so ein bisschen kleiner und kürzer macht. Aber es klebt. Da habe ich jetzt leider keine wirkliche Chance, dann nochmal zu korrigieren. Also irgendwie, ja, schneidet euch das auf jeden Fall nur so groß, wie ihr es braucht. Also mein Stück war jetzt hier auch ein bisschen groß. Kann man auch ein bisschen kürzer schneiden. Also man braucht einfach nur so eine minimale Überdeckung hier hinten. Mehr braucht man gar nicht. Und dann hat man nicht so ein Riesenstück. So. Aber dieses Rot verzeiht ganz, ganz viel zum Glück. Also das hier ist natürlich nicht schön. Jetzt mache ich wieder was, wo alle gleich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich gehe ja nämlich mit dem feuchten Lappen rein. Das ist ja quasi tödlich. Das sieht man nicht. Oh Mann, oh, das ärgert mich jetzt wieder. Lässt sich jetzt nicht ändern. Man wird es wahrscheinlich ein bisschen sehen, wenn es getrocknet ist, aber so ist es, ne? Ich kann es ja jetzt nicht darunter kratzen. So, dann geht man hier die einzelnen Rillen nochmal nach. Und dann würde ich euch empfehlen, und das machen wir jetzt auch, das mache auch ich jetzt direkt, weil das kann man nicht später machen. Ich lege das jetzt mir einmal um die Box und lasse es zumindest ein bisschen antrocknen, dass diese Rundung einfach manifestiert wird. Ne? Also ihr müsst euch jetzt das Teil hier nehmen und das legt ihr euch jetzt genauso gepresst irgendwo hin, wo es diese Form jetzt mal die nächsten Minuten, am besten so vielleicht eine halbe Stunde oder so, einmal annehmen kann, damit das nachher hier auch wirklich sauber anliegt. Ja. Und das werde ich jetzt auch machen. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Ich werde auch schon mal so ein bisschen die Deko vorbereiten, beziehungsweise die Schnallen machen wir uns ja dann noch. Aber ich werde auch schon mal die Stanzteile ausstanzen für die Schnallen hier. Und dann können wir uns auch noch den Griff machen. Aber als nächstes machen wir uns erstmal dieses Teil hier dann dran. Oder diese Teile, diese Gurte. Weil den Griff, den muss ich dann auch machen oder ausrichten, wenn das hier hinten einfach schon festgeleimt ist. Und genau. Also, es geht gleich weiter. Aber wir pressen jetzt einmal das hier in die Form. Wenn ihr das habt ein bisschen antrocknen lassen, dann machen wir jetzt weiter mit den Schlaufen hier. Und zwar schneiden wir uns da mal ein gutes Stück ab, also ungefähr so viel hier, denn diese Schlaufen werden jetzt einmal hier und einmal hier so eingelassen. Und das passt eigentlich auch schon ganz gut von der Länge. Das mache ich dann gleich zweimal. Und dann brauchen wir eben jetzt auch zwei Schlitze. Ich halte das mal hier so ein bisschen nebeneinander. Und zwar ist das ungefähr diese, damit ich ungefähr weiß, welche Höhe ich da vorher angesetzt hatte. Also das ist ungefähr hier, auch ungefähr so viel weg. Ich markiere das nur mal, damit ich das ungefähr weiß. Und hier. So. Und zwar haben wir da einen Abstand von, Moment, so, also was haben wir denn hier ungefähr, also 2,6, also wir haben ja hier 8,7, ja, so links und rechts 8,7 und so ungefähr 4 cm
weg, kann man sagen. Und dieser Gurt hat 2,2 Zentimeter, das weiß ich noch. Das heißt, ich gehe einmal von 4 nach 6,2. Dann mache ich das hier auf von 4 auf 6,2. So. Das? Nein, das muss noch ein bisschen mehr sein. Also machen wir noch ein bisschen was dran. Auch da. Sag mal, bin ich jetzt doof? Das war doch 2,2. Nee, 2,5. Dann kann es ja nicht passen. Also, dann hier. Also machen wir hier 2,6 in der Länge. 2,6, also hier passt es schon ungefähr. Ups. Das passt hier schon. So. Das heißt hier. Machen wir das gleiche, also 8,7. Muss mich mal hinstellen, weil ich sehe das wieder mal gar nicht. Sieht auch ungefähr so aus, als würde ich gerade sein. So ungefähr. Muss man dann auch schauen, dass es natürlich in einer Linie ist. Sieht gut aus. Wie viel haben wir hier? Also 2,5 vom Rand. Und hier haben wir auch logischerweise dann 2,5 vom Rand. Aber das sieht ja eigentlich auch ganz gut aus hier. So. Und hier müssen wir uns jetzt ein bisschen mühselig, ich werde das wahrscheinlich auch ohne Kamera machen, weil das wirklich mühselig ist, wir machen einen Schlitz zusammen, die restlichen mache ich dann alleine. Da müsst ihr wirklich wieder eine gute Klinge haben. Da schneiden wir uns jetzt einmal solche Rechtecke raus. Also da reicht es leider nicht, nur diesen Schlitz zu machen, sondern wir müssen da regelrecht so Rechtecke rausschneiden. Und das ist halt ein bisschen friemelig, weil die natürlich auch nicht zu groß sein dürfen. Das heißt, einmal hier den Schlitz und dann so ein bisschen versetzt unten drunter. Ich stehe wieder auf. Auch einmal. Also ungefähr so. So, und da schneiden wir uns jetzt die Schlitze raus und das machen wir oben genauso und dann setzen wir die Schlaufen gleich ein. Also wenn es bei dem Projekt so eine Aufgabe gegeben hat, die ich so überhaupt nicht gerne gemacht habe, dann war es das hier. Diese Schlitze hier rausfriemeln, das ist so richtig Arbeit, die gar keinen Spaß gemacht hat. Naja, okay, also jetzt können wir aber auf jeden Fall uns hier einmal die Gurte einsetzen. Und es ist jetzt so. Ich habe hier zwei Zwingen und ich muss ehrlicherweise zugeben, dass es sehr von Vorteil ist, wenn man sowas besitzt. Ich habe meine ganz günstig bei Amazon bestellt. Ich verlinke die euch unten auch mal, weil also dieses Band hier ist ja schon ordentlich dick und wir müssen uns das jetzt hier ordentlich anpressen, weil das Ganze muss ja auch noch an dieses Teil hier dran. Und wenn das zu dick aufbaut, dann kriegt man das nicht richtig schön,
ja, da dran gepresst. Und deswegen ist es jetzt so, dass ich hier einmal das hier aufgebe, das Band hier unten drunter auch mit hochziehe, damit das hinten auch richtig schön plan ist. Und guck auch, dass das gut sitzt. Na, also, dass das hier hinten dann auch nicht blöd zerquetscht wird. Und dann mache ich das wirklich so, dass ich hier dieses Band einmal so richtig schön festpresse. Dann nehme ich dieses hier unten durch. Und da mache ich so, damit das Band hier später auch gut, wie soll ich das nennen? Also, dass das hier dann nachher so schön steht, muss man das auch hier, jetzt ist es aufgegangen, das wollte ich nicht, muss man das jetzt auch einmal in diese Richtung machen und nicht in die andere. So, einmal kurz hier wieder fest pressen. Gucken, dass das passt. Das sieht gut aus. So. Ne, also man hätte es ja auch so machen können, aber das hat dann Auswirkungen darauf, wie das Band so steht. Und deswegen auch einmal in diese Richtung bitte festmachen. Das heißt, hier ordentlich Leim drunter packen. Das lässt sich auch relativ schnell also anpressen, ne? Das muss jetzt nicht ewig da so halten, aber es ist einfach wichtig, dass das schön platt ist. So, da kann dann das Band unten drunter mal weg und einmal hier auch anpressen. So, genau. Und dann ist das nämlich hier nachher schön dran. Deswegen, ich weiß auch leider gar nicht, wenn ihr so eine Zwinge nicht habt, wie man das dann da richtig festbekommen kann, weil, also ich habe wirklich festgestellt gehabt, ohne diese Teile hat es überhaupt nicht funktioniert. Jetzt muss ich hier einmal noch gucken, dass ich das hier mit Büchern und so ist halt immer schwierig, das richtig punktuell zu fixieren. So, hier habe ich es ein bisschen fast schmal gemacht. Hier rein. Hier durch. So, da muss ich jetzt auch gleich mal gucken, dass die Längen auf beiden Seiten gleich sind. Guck schon mal, ob das schon mal reicht. Ja, das sieht schon gut aus. So, hier unten kann man es auch kurz lassen. Ich werde es gleich noch mal ein bisschen festpressen, aber ich muss jetzt einmal hier kurz schauen, dass das ungefähr die gleiche Länge hat. Also, dass das hier so. So ungefähr ist das doch ungefähr gleich. Man sieht das ja eh nicht so dolle, aber so ist ungefähr gleich. Oder habe ich aber einen richtigen großen Fitzel übrig gelassen? Das ist ein bisschen blöd. Dann mache ich den erst hier unten fest. Den fest, genau. Und dann gucke ich mal, dass ich oben ein bisschen mehr Stück habe als nur dieses kleine. Das ist nämlich nicht so viel. So, dann einmal hier unten wieder anpressen. Und dann hier nochmal gucken. Auch hier. Ich krieg das wieder ruiniert, ich schwör's. Oh Mann, oh. Jetzt habe ich es außen so schön sauber hinbekommen. Und jetzt hatte ich hier blöden Leimanfänger. Mann. So passt das ungefähr. Okay. Das heißt, auch hier einmal. Auch wenn das Buchlein sehr gefällig. Oh, seht ihr, ich habe nicht lang genug gewartet. Oh. Sehr gefällig eigentlich ist. Also ihr müsst es wirklich ein bisschen angepresst lassen. Ich bin jetzt hier so furchtbar ungeduldig, weil ich es euch ja zeigen möchte. Aber eigentlich hätte ich das noch mal eine Weile hier trocknen lassen müssen. So, einmal kurz prüfen, aber das sieht gut aus. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. So, hier unten. So, jetzt lasse ich das hier tatsächlich mal kurz antrocknen. Und jetzt kommt als nächsten Schritt
eigentlich eine ziemliche Herausforderung. Und das ist auch etwas, was ich nicht mit der Kamera machen kann, aber ich sage euch mal, was ich mache. Diese Fläche hier werde ich mir jetzt richtig gut mit Leim benetzen. Und das, was jetzt hier quasi gerade liegt, dieses Rückteil hier drauf pressen. Durch das, dass das hier einfach so ein bisschen aufbaut, ist das nicht ganz einfach. Und ihr müsst euch da unbedingt richtig was draufpacken an Gewicht, dass das am Ende dann hier auch wirklich schön angepresst ist. Das ist wirklich ein bisschen Arbeit. Ich musste da auch ganz viel mit den Händen an verschiedenen Stellen noch selber nachpressen, aber es geht. Ihr habt es ja gesehen. Und das würde ich jetzt als nächstes machen, dass ich mir hier das einleime und das einmal hier richtig anpresse. Und dann können wir nämlich hier unseren Griff noch anbringen und ein bisschen die Deko machen. Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen anpressen lassen. Also ich muss das auch noch ein bisschen pressen, aber ich möchte ja gerne das Video fertig machen. Als nächsten Step bringen wir hier einmal unseren Griff an. Ja, da ist jetzt natürlich die Frage, was habt ihr für Griffe? Und ich habe gerade festgestellt, fällt mir gerade auf, dass ich meine Schrauben noch nicht rausgeholt habe. Moment. Da brauchen wir nämlich kürzere Schrauben für. Und da habe ich mir auch im Baumarkt extra Schrauben für gekauft. Die gibt es ganz normal in der Schraubenabteilung, weil bei diesen Griffen sind ja logischerweise, weil sie sind ja für andere Sachen eigentlich gedacht, nur so lange dabei. Und wir brauchen aber hier solche kurzen. Und die passen dann auch hier drauf. Na, die sind hier dann extra dafür. Was ist hier? Was steckt hier drin? Weiß man nicht. Ein Stein. Was ist das? Oh, das liebe ich ja, wenn da irgendwelche komischen Sachen drin sind. Aber ich glaube, das ist irgendwas Massives hier. Was ist das? Ein Stück Stein. Auch schön. Gut. Brauchen wir nicht. Also das weg. So, zwei Schräubchen. Aber ich behalte die langen Schrauben trotzdem immer. Man weiß nie, was man denn für so Projekte mal hat. Und dafür dürfen die auf jeden Fall noch da bleiben. So, dann einmal hier. Einmal grob positionieren. Ich mache das jetzt so, dass ich mir einmal den Achsabstand messe. Den Lineal hier so ein bisschen besser. Und zwar ist das hier circa, ach, was ist das hier? 4? Nee. 4,7. Oder? 4, nee, auch nicht. Man sieht das so schlecht. 4? 4,2. Ach nee, hier ist das Loch. Ach, ich bin total. Moment. 3,7. 3,8. Ja. Kann man das sehen? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber 3,8 ist so ungefähr der Achsabstand. Das heißt, hier haben wir die Mitte. Ach, ich mache das. Also ihr könnt es ausmitteln, aber ich bin ehrlich, ich mache das jetzt per Augenmaß wieder mal. Ich bin da einfach irgendwie schneller drin. Also irgendwie hier. Und dann irgendwie hier. Nur die Löcher sollten vielleicht in einer Flucht sein. Das wäre schon wichtig. Das heißt, so ungefähr. Ja. Wenn ich das jetzt hier so anhalte, das könnte eigentlich noch ein bisschen mehr hier hin. So ungefähr passt das. Und dann wäre das ungefähr hier. Das passt auch. Und dann nehme ich hier meine Ahle und bohre mir das hier durch. Das hört sich jetzt irgendwie ganz schrecklich an, weil das genau da ist, in einer Lücke zwischen den zwei Stäbchen. Das passt da nämlich genau. Und dann habe ich hier einmal das Loch und einmal das Loch.
so ungefähr. Und dann kann man hier einmal das Gewinde durchgeben. Aua. Und kann hier einmal das so ein bisschen festschrauben. Also der Henkel ist natürlich jetzt nicht ultra fest, ne? Ist klar. Also der ist ja jetzt nicht durch Pappe gebohrt, sondern durch das Buchleinen. Und das hat natürlich so ein bisschen Auswirkungen auf die Stabilität. Aber das hat auch keinen Sinn gemacht, oder hätte auch keinen Sinn gemacht, das Ganze durch dieses dünne Streifchen da durch zu friemeln. Das hätte auch nicht funktioniert. Und deswegen, ich muss mir mal hier so ein, ich muss mir irgendwann wirklich mal einen, hier einen gescheiten Schlitzschraubenzieher besorgen. Ich friemel mir hier immer einen ab. Dabei müsste ich das eigentlich öfters benutzen, als ich das eigentlich tue. Ich sehe natürlich auch wieder nichts besonders gut. Oh Mann. Das ist hier echt. Das ist schon relativ fest. Warum? Au! Ja, hier auch noch Verletzung. Nein! Ach nö, oder? Wow, jetzt kriege ich echt gleich die Krise. Sieht man das? Oh nein, ich bin abgerutscht. Nein! Oh, kriege ich das gerettet? Nein. Verdammt, und habe mich auch noch verletzt. Okay, das ist scheiße hier. Oh Mann, oh. Oh, das ist jetzt richtig ärgerlich. Da könnte ich jetzt echt die Krise gerade kriegen. Ich bin hier einmal voll abgerutscht und durchgeflutscht. Nein! Also es geht noch, aber es ist trotzdem richtig ärgerlich jetzt, weil es halt auch so, gut, man sieht es nicht so dolle. Oh, auch noch Blut vergießen hier, wer, alle, die kein Blut sehen können. Ja, also das richtige Werkzeug sollte man sich wirklich besorgen. Ich glaube auch, dass ich das jetzt hier... Sowas, das ärgert mich zu Tode, schwöre ich. So, hier ein bisschen festschrauben. Ich nehme das jetzt nicht nochmal. Oh Mann, oh. Nehme ich hier lieber die Pinzette. Ja, das hat irgendwie so gehakt und dann bin ich abgerutscht. Richtig blöd. Das ist versaut. Dabei war es so gut. Irgendwie Flicken drüber kleben oder so. Ach, ehrlich. So. Aber von außen geht es ja zum Glück. Da sieht man es nicht so dolle. So. Trotzdem. Da könnte ich mich jetzt aufregen. Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Egal, ich kann es ja jetzt nicht ändern. Kann man Buchlein irgendwie flicken, retten, wenn man zu blöd war? Weiß das jemand? Kann mir das bitte jemand in die Kommentare schreiben, wie ich das rette? Ohne, dass ich da jetzt so ein Flicken drüber pappe. Ich meine, von außen geht's, aber... Und von innen werde ich einfach damit leben müssen, dass es halt hier auch eben dieses Loch jetzt hat. Mann, oh. Aber ich kann auch nicht so drüber kleben, weil das muss ja hier rund bleiben. Egal. Es hilft ja jetzt nicht, noch 150 Mal darüber sich aufzuregen. Es ist jetzt, wie es ist. Ihr macht es bitte besser. Okay, so, die Box lasse ich jetzt auch mal stehen, weil... Und so, das hier mich kurz mal so ein bisschen verarzten. Weil wir müssen uns noch diese Schnallen hier machen. Hier, diese. Und das habe ich mit einer ganz alten Stanze von Kreativdepot gemacht. Ist zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video gemacht habe, habe ich nämlich extra vorher geschaut.
Also ich hoffe, das stört jetzt niemanden, dass es hier so ein bisschen rot ist. Habe ich geschaut und die Stanze gab es noch. Das ist hier Banner Duo Stanze. Und dann nehmen wir hier die große und ein bisschen Kraftpapier und stanzen uns das Ganze viermal aus. Jetzt blute ich hier auch noch. Oh je, oh je. Ich versuche es weitestgehend immer zu verdecken jetzt, weil es gibt ja Menschen, die können kein Blut sehen. Und nicht, dass ihr jetzt hier von der Kamera umfallt, weil ihr mein Video schaut und ich mich hier gerade etwas verstümmelt habe. Oh Mann, ey. Aber das ist, ne, wenn man es dann fertig haben will, dann wird man hektisch. Dann wird man noch ungeduldiger, wie man eh schon ist. Und zack, hat man Finger weniger. Okay, so. Meine Stanzmaschine brauche ich noch. Ich werde es jetzt auch so machen, dass ich euch noch zeige, wie ihr diesen einen Verschluss hier macht. Und dann denke ich, werde ich das Video auch erstmal beenden, weil das ist einfach wirklich schon so umfangreich. Und es ist einfach, die Deko kann ja dann auch jeder so ein bisschen machen, wie er mag. Ne, das ist ja jetzt nur eine Inspiration gewesen mit diesem Gutschein vorne dran. Im Endeffekt kann das ja dann jeder gestalten, wie er möchte. Das hier brauchen wir auf jeden Fall viermal. Okay. Wir kleben uns zwei übereinander, damit ein bisschen mehr Stabilität reinkommt. Und ich habe auch einen Cardstock, ja, Kraftpapier-Cardstock von Kreativdepot verwendet. Das ist nämlich sehr, sehr dickes Papier und das eignet sich da halt einfach sehr gut für, weil das ist ja jetzt unsere Verschlusslasche. Ich hatte auch erst vorher überlegt, mache ich was mit Gummiband, mache ich was mit Patronenkopf und wie löse ich es? Und dann bin ich irgendwie darauf gekommen, weil das halt auch mehr aussieht wie so ein Rucksackverschluss. Ja, deswegen einmal hier zusammenkleben. Dann ist das richtig schön stabil mit dem Kraftpapier von Kreativdepot. Das ist richtig gut. Dann hat man hier so zwei Schnallen. Schaut mal, sieht das nicht mega cool aus? Jetzt mal ehrlich. Richtig toll. Ich hatte auch überlegt, anstatt hier vorne so eine Gutschein-Ding zu machen, könnte man ja auch nur ein Schildchen hinmachen. Das wäre ja auch sehr, sehr cool. Dann ist es auch nicht nur für das Thema Einschulung, sondern so grundsätzlich so ein Rucksack als Geschenkverpackung. Finde ich schon auch ganz cool für jemanden zum Beispiel, der vielleicht gerne wandert oder so. Genau. Dann können wir uns die auch schon festkleben. Das mache ich hier mit normalem Kleber. So, einmal hier. Ungefähr so. Könnt ihr euch auch messen. Ich mache das jetzt hier mit Augenmaß. Genau. Möglichst weit außen, damit ich hier für die Pockettasche ein bisschen mehr Fläche habe. Schauen, dass es ungefähr gleich ist. So, glaube ich, ganz okay. Wie viel habe ich hier? 2,8. 2,8. Ja. So schaut es aus. Mal gucken, dass das noch gerade natürlich ist. Ist so ein bisschen schief, ne?
Ihr seht das besser wie ich. Ich sehe das wieder nur so halb, aber ich glaube, so ist okay. Genau. Dann brauchen wir als letztes nämlich nur noch zwei Schnallen, also diese Ösen, damit man die da auch reinfädeln kann. Und dafür nehme ich mir jetzt hier einmal einen Streifen in einem Zentimeter. Ich glaube, das reicht. Ja, ich schreibe mal zwei, weil ich nicht weiß, ob es reicht. So, und die falze ich. Wo ist mein schlauer Zettel? Der ist verschwunden. Das ist immer nicht so gut, wenn der verschwunden ist. Ah, da ist er. Genau, und das falzen wir uns jetzt einmal. Also ihr falzt jetzt einfach irgendwo mal. So, und dann bei 2,2. Das ist immer so ein bisschen blöd zu sehen. Ich sehe das jetzt hier an dieser Linie ungefähr. So. Und dann links und rechts machen wir nochmal 0,8 quasi dazu. Ich muss das mal anders da machen. Ich sehe das da nämlich nicht richtig. Ich musste mir das anmarkieren. Also 2,2 und 8 sind das und das ist das. Genau. Dann funktioniert das nämlich ein bisschen besser. Kann man ja sich dann auch die Hilfslinien da wieder wegradieren gleich. Weil die sieht man sonst auch. Also die müssen wir uns eh wegradieren. Radiere. Also das Video geht jetzt so lange, dass ich auch jetzt wirklich irgendwann selber merke, wie die Konzentration dahin schwindet. Aber einer kann mir nicht sagen, dass das hier gleich ist. Was habe ich da jetzt wieder gemacht? Na gut. Oh, was ist das? Naja, keine Ahnung, sieht irgendwie nicht so gleich aus. So, hier ein bisschen abschneiden. Dann hier einmal festkleben. Ich muss mir gleich mal ein Pflaster irgendwie besorgen. Das möchte nicht aufhören zu bluten. Was habe ich jetzt gemacht? Okay, das habe ich jetzt falsch geklebt. Genau, ich mache das einmal nochmal kurz neu und mache das auch für beide gleich. Ihr habt ja gesehen, wie ich es gefalzt habe. Und ja, dann muss ich, glaube ich, wirklich auch das Video beenden, weil ich die Konzentration einfach nicht mehr habe. Und genau, die Laschen sollen nämlich eigentlich so aussehen. Und dann stülpe ich mir die hier einmal drüber und schaue, wo ich die gerne platzieren möchte. Ich mache das jetzt hier bündig zu dieser weißen Linie, weil ich einfach finde, das sieht dann harmonischer aus. Und dann klebe ich das hier einfach fest. Also hier so einmal drüber stülpen. Und dann hier so einmal ausrichten. Das vielleicht einmal kurz hinstellen, damit es gerade ist. So. Na, dann sieht das ungefähr hier so aus. Dann hält das auch ganz gut. Ich guck nur gerade mal. Man muss das dann ein bisschen antrocknen lassen, weil diese Schlaufe sich sonst wieder verschiebt. Aber ich mache das dann immer mal so kurz. Der Kleber zieht ja relativ schnell an. Und dann hier noch das zweite. Das ist fast noch ein bisschen sportlich bemessen hier bei dem hier. Das ist echt
ein bisschen fest. Aber gut, das lockert sich wahrscheinlich noch. So. Dann auf einmal hier positionieren. Dass das hier schön fest ist. Also wem das mit 2,2 zu feste ist, der kann das natürlich auch ein bisschen lockerer noch machen. Oh, der Kleber, der hat aber auch echt kein Spiel, ne? Also es ist wie mit dem Buchleinen. Klebt. Wenn es klebt, dann klebt's. So. Aber jetzt kann ich es noch ein bisschen schieben. Kurz gucken, ob es. Mann. So. Ich glaube, ich lasse das jetzt einfach hier so stehen, dass es ein bisschen trocknet. Genau, und dann sieht der Rucksack so aus. Ich würde sagen, weil meine Konzentration ist wirklich hinüber jetzt, würde euch auch empfehlen, bastelt das in zwei Etappen, lasst das erste Teil über Nacht schön gepresst irgendwo trocknen und macht dann außen am nächsten Tag weiter, weil ja, es ist schon ein sehr anstrengendes, herausforderndes Projekt, also zumindest war es für mich so. Und ich werde das jetzt auch erstmal liegen lassen und dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal schauen, wie ich es dekoriere. Eventuell mache ich hier einfach nur dieses rote Schildchen hin, was es jetzt neu gibt, diese Metallschildchen. Oder ich mache doch nochmal eine Pockettasche, aber das schaue ich dann. Aber im Endeffekt bin ich sehr zufrieden, außer mit meinem ja, nicht so schönen Unfall, wo jetzt da oben so ein Lüftungsloch hängt. Aber gut, das lässt sich ja jetzt nicht mehr ändern. Ja. Aber ansonsten finde ich, sieht es doch richtig schön aus. Und ich finde, es hat einfach so einen maritimen Touch. Das hier ist ja nochmal der andere. Finde ich auch sehr schön mit dem Blau und mit dem Gelb. Da könnt ihr ja wählen, was ihr möchtet. Und ja, ich würde sagen, das war sehr lange, aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.